Und ich stelle einfach mal jedes Kind vor. Das ist die Rutli, 5 Jahre. Und sie hat vielleicht auch etwas, was sie heute erwartet. Dass euch die Lieder gefallen. Das ist die Anna-Sophie, ja, 8 Jahre. Dass ihr alles versteht, was euch Papa sagt. Das ist der Joshua, der ist, nein, Jan noch, Entschuldigung, das war ich zu weit. Der ist 10 Jahre. Dass ihr das Leben, das wir gespürt haben, dass ihr das auch spüren könnt. Jetzt kommt der Joshua, der ist verbessert, der ist schon 12 Jahre. Dass ihr das, was ihr heute seht, dass ihr das in den Alltag anwenden könnt. Der Elias, der ist 13. Ja, guten Tag. Ja, ich habe gebetet, dass dieser Tag nicht nur eine Eintagesfliege sein muss. So, das ist die Sulamit. Ja, hallo, ich wünsche mir, dass ihr dieses Leben, das wir geschmeckt haben, dass ihr das auch schmecken könnt. Die Sulamit ist 14 Jahre. Naomi ist 15. Ja, ich wünsche mir, dass wir alle heute eine Berührung mit dem Herrn haben können. Jetzt kommt die Lois, schon richtig Teenager, 17. Hallo zusammen, ich wünsche mir heute so, dass wir wirklich Kraft Gottes hier unter uns haben, dass wir sie spüren. Und Kraft Gottes ist etwas, was wir nicht selber irgendwie produzieren können. Das kann nur er schenken. Jetzt kommt der David, jetzt kommen die jungen Männer, 19. Hallo, ich habe gebetet, dass Gottes Gegenwart heute spürbar in unserer Mitte ist, in diesem Raum hier. Der Simon, 20. Guten Morgen. Ich habe darum gebetet, dass heute der Geist der Offenbarung da ist, der uns das aufschließt, was wir heute sprechen, dass wir das verstehen können. Jetzt kommt die Jüngste, Boasa, 1 Jahr. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Das war deutlich, ja. So ein Lachen möchten wir auch. Schön. Und jetzt kommt die Mama, da soll ich auch das Alter sagen. Es ist 43 Jahre. Guten Tag. Ja, ich wünsche mir sehr, dass wir heute gemeinsam etwas berühren, was uns wirklich prägt von diesem Tag an und unser ganzes Leben begleitet. Und jetzt noch der Ivo. Noch 49 Jahre. Guten Morgen allerseits. Wir haben uns unwahrscheinlich gefreut, auf diesen Tag heute mit euch zusammen zu sein. Einerseits, es ist ein bisschen wehmütig für uns, der letzte Einsatz heute, der letzte Auftritt unserer Tournee. Aber was uns besonders bewegt hat, ist natürlich in einer Lutherstadt einmal sein zu dürfen. Und wie könnte es da anders sein, als dass man irgendwo den Wunsch auf dem Herzen trägt, dass doch Wittenberg wieder Wittenberg sein darf, nicht? Das, was hier begonnen hat, dass es hier auch wieder ein Stück Fortsetzung findet, dass wir hier nicht in alten Bahnen verharren, sondern dass wir das Neue, was für heute reformatorisch ist, dass wir das berühren dürfen, dass wir hier ein Stück Geschichte miteinander erleben dürfen. Darum habe ich gebetet und vor allem habe ich auch gebetet, dass wir erkennen, dass diese Dinge, die wir heute bringen, nicht einfach auf Ehe und Familie beschränkt sind. Wir reden zwar viel über Kindererziehung heute, aber unser Anliegen ist es, dass wir merken, dass das eine Praxis ist für jedermann. Jeder, der mit irgendeinem anderen zusammenlebt, wird von diesen Gesetzmäßigkeiten berührt sein, wird davon profitieren können. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Dinge, die wir heute miteinander bewegen, dass sie echt gesellschaftstüchtig wären, dass wir eine neue Gesellschaft haben könnten, wenn wir nur diese Dinge, die wir heute miteinander teilen, umsetzen, in die Praxis umsetzen dürfen. Noch ein letztes, das ich als Wunsch auf dem Herzen habe vorweg. Ich hoffe, ihr spürt uns ab, dass es uns heute nicht um eine Show geht. Wir singen zwar Lieder, wir haben ein Oratorium geschaffen, wir machen das ein bisschen spielerisch, aber es geht uns nicht um die Show, es geht uns nicht um die Bühne, es geht uns nicht ums Rampenlicht, es geht uns um die Botschaft, es geht uns um eine Praxis, von der wir sagen, die funktioniert im Alltag drin. Und so wie jetzt mein Sohn, der Älteste, gebetet hat, dass wir den Geist der Weisheit bekommen, der Offenbarung. Darum möchte ich jetzt auch beten, bevor ich eine einleitende kurze Botschaft gebe zu den Liedern, zu dem Oratorium, dass uns wirklich das widerfährt, was uns die Bibel sagt. Wir können nämlich als Menschen, als natürliche Menschen gar nicht erfassen, was unsichtbare Wirklichkeiten sind. Das braucht den Geist der Offenbarung, der Geist der Weisheit, der uns direkt von Gott geschenkt sein muss. Man kann die Dinge auch nicht aussprechen, man kann sie nicht menschlich lernen.
durch Offenbarung Jesu Christi, sagt Paulus in seinen Briefen. Und darum lasst uns doch kurz vielleicht miteinander uns erheben vor dem Herrn und einfach beten, dass dieser Gottesdienst, den wir heute gemeinsam haben, dieser ganze Tag gelingen mag. Dürfen wir das zusammen beginnen? Vater, wir preisen dich in Jesu Namen, dass wir hier in dieser besonderen Stadt sein dürfen, die uns zum Leben geworden ist, nicht nur uns im deutschsprachigen Raum, sondern rund um die ganze Welt. Es ist eine historische Stätte und wir bitten, dass wir dieser Stätte, die schon einmal der ganzen Welt zum Segen wurde, eine Fortsetzung sein dürfen, dass auch unser Hiersein heute ein historischer Moment ist, dass wir etwas berühren, das von demselben Gott kommt, der hier schon Grund gelegt hat. Wir bitten um die Fortsetzung und um das, was heute aktuell ist, dass wir die Vollendung sehen dürfen gemeinsam. Und darum gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Gib uns das Aussprechen des Mundes und das Hören und Verstehen, dass du alles in allem bist. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Ich darf auch noch all die Leute im Saal hinten begrüßen, die über die Leinwand nur heute dabei sein können. Ich denke, wir werden in künftigen Jahren so schauen, dass wir dann alle miteinander Platz finden. Ich hoffe, ihr fühlt euch drüben wohl. Also wir sind wirklich hier, das ist nicht einfach eine Showübertragung. Wenn ihr es nicht glaubt, ihr könnt einfach mal rüber gucken. Die Leute sitzen wirklich hier, alle. Ich heiße euch einfach herzlich willkommen auch. Und hoffe, dass ihr mit dabei sein könnt, dass es kein Unterschied ist, ob wir uns in diesem oder im Saal drüben befinden. Jetzt zur Einleitung. Erziehen mit Vision. Es geht uns also nicht darum, eine menschliche Ebene irgendwo der Erziehung zu berühren. Davon haben wir genug. Ich denke, die Bücherläden sind überfüllt von irgendwelchen Ratschlägen, pädagogischen Ideen, wie man Kinder erziehen und eben auch manchmal nicht erziehen sollte. Wenn wir heute über Kindererziehung sprechen, wie gesagt, das geht weit darüber hinaus, dann ist uns wichtig, dass wir die Grundlage sehen, wovon gehen wir eigentlich aus. Man könnte auch sagen, woher, wohin. Das ist entscheidend bei einer Frage der Erziehung. Ich nehme das Beispiel eines Hundes. Wenn du einen Hund dazu dressieren möchtest, dass er lediglich nicht ins Wohnzimmer pinkelt, hast du eine ganz andere Aufgabe, als wenn du deinen Hund zu einem Lawinenhund, zu einem Spuren- oder Bluthund heranbilden möchtest. Verstehen wir das? Also wenn ich mir das Ziel anschaue, ergibt sich daraus der Weg, den ich zu gehen habe, den Anspruch, den ich zu erfüllen habe, um eine Erziehung sinnreich einzurichten. Unsere Grundlage entnehmen wir der Heiligen Schrift, über die man natürlich bis zum heutigen Tag immer noch streitet, ob das nun wirklich Gottes Wort ist oder nicht. Wir stellen uns dazu, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, die Heilige Schrift ist und bleibt die Grundlage. In ihr hat uns Gott eine Offenbarung des Woher und des Wohin gegeben. Und ich ziehe diese Offenbarung, woher, wohin, gleich mal am Anfang, damit das ganze Oratorium hier richtig aufgebaut ist. Ich beginne mit 1. Mose 1 und ende mit Offenbarung 22. Das ist das erste und das letzte Kapitel in der Schrift. Am Anfang und am Ende hat Gott gleichsam, wie bei den Blättern, eine Struktur gelegt, wo du das Woher und Wohin des Menschen ganz genau ersehen kannst. Und das fasse ich zuerst in nur zwei Punkten zusammen. Man könnte darüber sehr viel mehr sagen, aber wenn ich diese zwei Punkte sage, dann glaube ich, haben wir den Nerv unseres Daseins, den Sinn unseres Daseins direkt berührt und dann wissen wir, wohin die Erziehung eigentlich gehen soll. Die Frage, wozu hat uns Gott geschaffen, was ist unsere Bestimmung von seiner Seite her? Wie hat er uns in seinem, wie es jemand mal gesagt hat, Herstellerhandbuch in der Heiligen Schrift, wie hat er uns dargestellt? Zuerst einmal 1. Mose 1 für alle bekannt, es beginnt eigentlich, wenn man will, die Schöpfung mit einer Neuschöpfung, es beginnt mit einer Liebesgeschichte. Da ist Adam und Eva, es beginnt mit einer Vereinigung von zwei Menschen, die zu einem Fleisch werden. Das Ende, das letzte Kapitel in der Heiligen Schrift, redet von einer Neuschöpfung, und zwar von einer ganz neuen Schöpfung des Geistes. Es redet von einer Liebesgeschichte. Es heißt dort, siehe, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Da werden die Menschheit in ihrer Gesamtheit, die Auserwählten, wie Eva, die Auserwählte für Adam ist, wird die Menschheit, die Auserwählten in Christus mit dem Lamm vereinigt. Das heißt, es findet eine Hochzeit zwischen Gott und dem Menschen statt. Darum heißt es dort, siehe, das neue Jerusalem kommt wie eine Braut vom Himmel herab. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Siehe, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das ist der Anfang und das Ende in der Heiligen Schrift.
Kolosser 1,16 fasst es so zusammen und davon müssen wir ausgehen. Das ist der Sinn, warum Gott uns gemacht hat oder wozu Gott uns gemacht hat. Kolosser 1,16 sagt uns, alles, was Gott geschaffen hat, wir alle sind für ihn geschaffen. Nicht für uns selber, sagt Paulus. Wisst ihr nicht, dass wir nicht uns selber gehören? Wir sind für ihn geschaffen, sagt Kolosser 1,16, und nicht nur für ihn, sondern hinein in ihn, hinein in Gott. Und das ist eine mächtige Offenbarung in der Heiligen Schrift, die könnte tiefer nicht sein. Paulus redet davon unermüdlich und er sagt, diese Offenbarung war den Menschen über Jahrtausende wie verborgen, sie konnten es nicht sehen, es braucht Offenbarung, um das zu begreifen. Wir Menschen sind nicht für uns selber geschaffen, dass wir hier unten ein selbstgenügliches Leben fristen, so in menschlicher Ebene, so ein bisschen essen, trinken, lass uns essen, trinken, morgen sind wir wieder tot. Wir sind geschaffen, um mit dem lebendigen Gott eins zu eins vereinigt zu werden. Und dazu hat er ein Abbild geschaffen, Adam und Eva, so wie die zwei eins wurden im Fleisch, so sollen wir mit Gott eins im Geist werden. Das meint, wir als Menschheit sind geschaffen, um in ihm, in Gott, unseren Geist zu finden und Gott findet in uns seinen Leib. So wie Adam sagen konnte, endlich Fleisch, Gebein von meinem Gebein, so sagt Gott, endlich, ich möchte einen Leib. Ich habe die Menschheit geschaffen, sagt der Herr, um sie zu bewohnen, um in ihnen drin zu leben, damit sie mich erkennen. Und darum ist es kein Zufall, wenn du in der Heiligen Schrift das Wort erkennen mit zweifacher Bedeutung wahrnehmen kannst. Adam erkannte Eva, heißt es zum Beispiel. Das ist ein interessantes Wort, nicht? Und dann heißt es, und Adam erkannte Eva abermals. Und Wilhelm Pals hat mal gesagt, ja, kannte er sie jetzt noch nicht? Musste sie nochmal kennenlernen? Nein, wir wissen, dass Adam erkannte Eva, ist ein intimer Begriff, ein Geschlechtsbegriff. Siehst du? Und dann im Neuen Testament heißt es bei Josef, nachdem er wusste, dass Maria durch den Geist schwanger werden würde, dann heißt es, und Josef erkannte Maria nicht bis zum Tag der Geburt Jesu. Er erkannte sein Weib nicht. Dasselbe Wort wieder. Einfach im Griechischen ginosko, hier hast du es mit einer Vereinigung zu tun. Und dieses Erkennen gibt Gott in uns in der Heiligen Schrift immer wieder auf einer sehr intimen Ebene. Also, ich fasse zusammen, um was es geht. Wir sind hinein in ihn geschaffen. So wie Adam und Eva füreinander geschaffen waren, um im Fleisch eins zu werden, ein Fleisch zu werden, so sind wir hinein in Gott geschaffen, um in ihm vereinigt zu werden, um ihn zu erkennen. Verstehen wir jetzt dieses Wort? Er sagt, Gott erkennen. Johannes 17,3 sagt Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet, Gott erkennen, das ist das wahrhaftige, ewige, äonische Leben. Gott erkennen. Und seht ihr, davon sprechen wir heute. Das ist der Sinn, das ist der Ursprung, das ist das Ziel des Menschen, Gott erkennen. Aber wie ich jetzt erklärt habe mit dem Ginosko erkennen, da geht es um mehr als nur, hallo, wer bist du? Ah, ich bin der so und so. Nicht ein Kennenlernen im Sinne von, jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Gott erkennen ist unser Sinn, der Sinn unseres Lebens. Gott erkennen meint, mit Gott verbunden werden, mit Gott vereinigt werden, mit Gott intim werden. Und jetzt vergessen wir mal das menschlich Intime, als das ist nur der Abglanz, das Abbild davon, eine Darstellungsweise, so wie Gott die ganze Schöpfung nur als Abbild, als Abglanz gemacht hat, als Erklärung, als ein Gleichnis gewissermaßen, wie das im unsichtbaren Bereich funktioniert. Wir werden mit Gott vereinigt, mit seiner Person völlig eins gemacht und davon spricht unsere Kindererziehung. Das ist der Grund der Vision, die wir tragen. Wir sagen den Kindern, wir erziehen euch nicht nur als gute Bürger, euer Ziel ist nicht hier unten von uns als irgendwelche gesellschaftstauglichen Menschen, dass ihr funktioniert hier unten als Menschen. Wir möchten die Kinder so erziehen, dass sie Gott erkennen lernen, dass sie mit Gott vereinigt werden, dass sie mit Gott eins werden. Ich komme nachher auf eine Erziehungsstelle noch zurück. Jetzt möchte ich noch die zweite Komponente nennen. Ich habe am Anfang gesagt, in der ersten und letzten Seite der Bibel hat Gott gleichsam alles schon zusammengefasst, wie in einer Struktur zusammengebettet, um zu zeigen, das Woher und das Wohin. Eine zweite Komponente, die ich jetzt zeige, die findest du am Ende der ersten Offenbarung in der Bibel. Das ist 1. Mose 1,26 und am Ende der letzten Offenbarung in der Bibel. Was heißt es dort? Bestimmung des Menschen, nachdem er den Menschen geschaffen hat, sagt er, macht euch
die Erde untertan. Gleich hier das Programm, wozu bist du geschaffen, du sollst dir die Erde untertan machen, Bestimmung des Menschen. Und dann heißt es zusammengefasst am Ende der ersten Offenbarung in der Schrift, und sie sollen herrschen. Und sie sollen herrschen. Das ist die Bestimmung des Menschen, sie sollen herrschen. Und was heißt es am Ende der letzten Offenbarung in der Heiligen Schrift? Das ist dann wieder Offenbarung 22, Vers 5. Da lesen wir zusammenfassend, und sie werden herrschen. Wer hat das schon mal gehört? Darf ich mal Handzeichen sehen? Ihr seht also, ich habe hier nicht etwas einfach so fantasiert. Ich habe die Schriftstellen angegeben, ihr könnt sie zu Hause bitte nachlesen. Hier schließt sich ein Kreis. Warum sind wir geschaffen? Die Menschheit, sie soll herrschen. Sie sollen herrschen, am Ende der Schrift sagt er, und sie werden herrschen. Also bedeutet es, die Erziehung kann nicht losgelöst von der Frage sein, wie erkennt man Gott? Sie kann nicht losgelöst sein von der Frage, was bedeutet eigentlich Herrschaft, über was soll ich herrschen? Das sind Herrscher, eine Herrschergeneration ist da angesagt. Und hier wird also noch definiert, über was die Menschen herrschen sollen. Wir lesen dort 1. Mose 1, 28, und macht sie, die Erde, euch untertan und herrscht über alle Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, dann heißt es in unseren deutschen Übersetzungen, und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Aber jetzt beginnen wir diesen Vers mal ganz kurz etwas genauer zu betrachten und dann werden wir merken, wir bekommen wieder mit einer höheren Ebene zu tun, erziehen mit Vision. Zuerst einmal das Wort untertan, macht euch die Erde untertan. Wir müssen uns klar darüber sein, dass Gott dieses Wort gesagt hat, bevor der sogenannte Sündenfall geschehen ist. Also Adam und Eva ins Paradies gestellt, Gott gibt ihnen die Erklärung, was ihre Aufgabe ist, macht euch die Erde untertan. Und seht ihr, das ist hochinteressant, dieses Wort untertan im Hebräischen, das ist jetzt ein ganz massives Wort. Das ist ein Wort, das es eigentlich erst nach dem Sündenfall geben kann. Denn es bedeutet züchtigen, es ist ein ganz scharfes Wort, es bedeutet untertreten. Macht euch die Erde untertan im Sinne von wie Kälter treten. Es meint unterstampfen, untertreten, unterjochen, züchtigen, richtig Gewalt ausüben. Wer kommt da noch mit? Das sagt Gott vor dem Sündenfall. Und sehen wir, hier haben wir den Ursprung. Da muss unsere Kindererziehung wieder ansetzen, da muss unser Menschsein wieder ansetzen. Vor dem Sündenfall so eine scharfe Aufgabe. Und jetzt müssen wir uns noch etwas mehr klar sein über diesen Vers. Wir haben gelesen, herrscht über alle Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels. Im Hebräischen liest du eigentlich nicht Vögel, da heißt es einfach über das, was flattert am Himmel, was sich bewegt, was fliegt am Himmel, Fliegendes, sich Bewegendes im Himmel. Und es heißt dort eigentlich nicht Tiere, da gibt es andere Worte im Hebräischen, da heißt es eigentlich alles, was belebt ist und sich auf der Erde regt. Und seht ihr, wir hätten gut getan, wir hätten der Bibel besser geglaubt. Denn die Bibel sagt uns von der ersten Seite an, dass wir hier unten als Menschen nicht einfach unter uns sind. Wir befinden uns nicht nur in einem Reich des Sichtbaren. Die ganze Bibel ist Zeuge davon, dass hier unsichtbare Wesen noch und noch existieren. Ich erinnere an Engel, ich erinnere an Teufel, an Dämonen, ich erinnere daran, dass Jesus gekommen ist und ein Drittel seines Dienstes hat sich damit beschäftigt, Teufel aus den Menschen auszutreiben. Und die Dämonen fuhren aus in die Schweine, sie fuhren aus mit lautem Geschrei. Die Leute, die herumfielen ins Wasser, ins Feuer und was weiß ich, die Abgründe hinunter, in den Gräbern wohnten, sie liefen als befreite Menschen davon, als die Teufel, die unsichtbaren Wesen, die eben die Fliegenden in der unsichtbaren Welt von ihnen ausgetrieben waren. Verstehen wir? Gott hat uns Menschen von Anfang an nicht geschaffen, wir waren nicht allein auf der Erde, da war eine Schlange, die war schon auf dem Baum nach der Neuschöpfung, nachdem wir lesen, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und dann sagt er, hier ist ein Baum, von dem esst ihr nicht. Also das zeigt uns, dass eine Vorgeschichte da war, da fiel etwas schon vorher ins Gewicht, da war eine Schlange, die verführen konnte, die über Gott Dinge irgendwie Bescheid wusste, die verführen konnte. Und seht ihr, diese zwei Komponenten sind die zwei Eckdaten, von denen wir heute sprechen, wenn wir Erziehen mit Vision behandeln. Es geht darum, dass wir als Ausgangspunkt und als Zielpunkt die Bestimmung haben, mit Gott vereinigt zu werden, komplett mit Gott vereinigt zu werden, vermählt zu werden mit ihm, dass er zu uns, wir zu ihm, wie ein Geist werden. Nicht wie ein Geist, sondern ein Geist, auch ein Leib.
Und jetzt geht es im Zweiten darum, dass hier eine Wiedermacht ist, die geschlagen sein muss, die beherrscht sein muss. Und Gott sagt am Anfang und Ende, ihr sollt über alles herrschen, was hier dagegen sträubt, und ihr werdet darüber herrschen. Und weil wir das nicht verstanden haben, haben wir uns eingerichtet, als gäbe es all diese unsichtbaren Dinge nicht. Aber es gibt Engel, es gibt Teufel, es gibt Dämonen, es gibt unreine Geister, es gibt Mächte und Gewalten, von denen Paulus sagt, wir die Gemeinde sind nun endlich dahin gelangt, dass wir nicht mehr gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass wir gegen die Mächte, gegen die Gewalt Machthaber, gegen die Kosmokratoren in der unsichtbaren Welt ausziehen, um sie zur Strecke zu bringen, um endlich alles zu beherrschen. Das meint, jedes Hindernis beiseite zu räumen, das die Vereinigung mit Gott in irgendeiner Weise vereiteln möchte. Amen. Darauf hinaus läuft unser Menschsein. Der Teufel hat vorher schon die Chance gehabt, mit Gott vereinigt zu werden. Denn Kolosser 1,16, wie gesagt, sagt uns, alles, was Gott geschaffen hat, hat er für ihn und hinein in ihn geschaffen. Und der Teufel, wissen wir aus Jesaja 28 und so weiter, er war ein himmlischer Cherub, ein Fürst, ein Aufseher, auch wiederum, ich gebe viel darüber zu sagen, lassen wir das heute mal. Tatsache ist, die Bibel bezeugt, dass auch er geschaffen war, um vereinigt mit Gott einen Organismus zu bilden. Und er hat diesen Organismus verlassen, ist in den Individualismus hineingegangen. Er ist der Vater des Individualismus, er ist der Vater der Lüge, er ist der Vater des Selbstbewusstseins, er ist der Vater der Rebellion, der Vater der Trennung von Gott, der Vater aller selbstständigen, aus sich selber leben wollenden Wesen. Und das ist unsere Geschichte vorausgegangen. Und ich behaupte heute aufgrund dieser gesamten Offenbarung in der Schrift, wir Menschen sind von Gott geschaffen worden als Rivale einerseits gegenüber dem Teufel und seinen Dämonen und Anhängern, die nichts anderes im Sinn haben, als die Vereinigung Gottes zu stören. Sie sagen sich, ich habe es verloren, du sollst es auch verlieren. Vielleicht kennst du das Prinzip, wenn du etwas nicht bekommen konntest als Kind, hast du es manchmal dem anderen auch nicht gegönnt, nicht? Ja? Wenn du heute was nicht bekommst, gönnst du es dem anderen auch nicht. So ist der Teufel, das ist er. Aber unsere Bestimmung bleibt. Woher, wohin? Wir sagen den Kindern, Kinder, es geht um eins. Wir möchten euch erkennen, lernen, wer Gott ist. Habe ich schon lange gepredigt? Mögt ihr noch? Wir haben euch zum Singen eingeladen, jetzt predigt er wieder da vorne. Aber wisst ihr, die ganzen Lieder sind auch Predigten. Also ihr hört heute so viele Predigten, dass ihr sicher für ein Jahr genug habt. Ja. Jetzt komme ich zum eigentlichen Vers, über den ich predigen wollte. Aber ich mache es jetzt dafür kurz, weil die Grundlage schon da ist. Es gibt Theologen, die behaupten, das Neue Testament ist überhaupt kein Erziehungsbuch. Gott hat uns in der Bibel kein Erziehungsbuch gegeben. Es ist eine neue Theorie, die stark vertreten wird. Und das behaupten sie nur, weil halt im Neuen Testament lediglich eine Handvoll Bibelstellen zu finden sind, die sich mit Kindererziehung auseinandersetzen. Ja? Aber wenn du den Vers richtig liest und aus der Gesamtoffenbarung, die ich jetzt an den Anfang gestellt habe, aus der Gesamtoffenbarung unseres Menschseins heraus liest, dann wirst du auf ganz andere Ergebnisse aus dem Griechischen kommen, als was wir hier im Deutschen übersetzt haben. Und dann merkst du, dass du zwei, drei Stellen genügen, um alles zu sagen, was es zu sagen gibt. Ich gebe dir das Beispiel. Epheser 6, 3. Da heißt es, und ihr Väter, ich lese jetzt mal die deutsche Variante. So wie wir es gewohnt sind. Da heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn du diese Offenbarung des Woher, Wohin nicht hast, von der ich vorher gesprochen habe, übersetzt du auch die ganze Bibel auf einer menschlichen Platte. Du kannst die ganze Bibel so übersetzen, als müsstest du Gott irgendwie gefallen, als müsstest du Gott eine Leistung erbringen, als müsstest du irgendwie zu Gott dich hochrappeln. Aber wenn wir wissen, dass wir hinein in Gott geschaffen sind, dass wir ein Geist werden mit ihm, dass er uns lebt und so weiter, ist es unmöglich, dass auch nur ein Vers im Neuen Testament ein Appell an dein menschliches Fleisch sein könnte, wo du irgendetwas zu züchtigen, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu leisten, irgendetwas hervorzuproduzieren hast aus dir selber. Verstehst du das? Und darum übersetze ich dir diesen Vers einmal anders und ich sage dir, warum ich ihn anders übersetze. Ich sage dir die Worte, die ich anders übersetze, damit niemand nach Hause geht und sagt, der Sasek hat sich wieder in seinem Griechisch verschanzt und er betrügt die Menschen, er bindet alle an sich, weil die griechische Sprache nicht können. Ich sage dir die griechischen Worte und du kannst zu Hause nachprüfen, das Band hören, den Film sehen und schauen, ob es sich so verhält. Also wir haben gelesen, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Wort Zucht
Gewöhnlich, dieses Wort Zucht übersetzt du normalerweise mit Trophe, mit Eftaxia oder Sophrosyne. Das sind die typischen Worte, die für Zucht im Griechischen gebraucht werden. Hier steht aber nichts von dem. Hier steht das Wort Paideia. Das kennen wir alle, oder? Paideia, das heißt eigentlich Wissenschaft. Zieht sie auf in der Wissenschaft, zieht sie auf in der Bildung. Mal dieses erste Wort. Das zweite Wort, das ich anders übersetze, das, was wir hier im Deutschen mit Ermahnung übersetzt haben. Wir haben gelesen, ihr Väter zieht die Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ermahnung, Parakaleo. Im ganzen Neuen Testament hast du Parakaleo, Paranesis. Das sind die üblichen Begriffe für Ermahnung. Aber hier steht Nuthesia. Zieht sie auf in der Paideia und Nuthesia des Herrn. Nuthesia im Tiefsten, das bedeutet Wahrnehmungsvermögen. Nuthesia kommt von Nous, das bedeutet Wahrnehmungsvermögen Gottes, das meint unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, alles, was in uns wesensmäßig angelegt ist, was verstehen, was fühlen, was wollen kann, der Sitz unseres Wahrnehmungsvermögens. Und siehst du, zusammengesetzt heißt dieser Vers jetzt eben so, der heißt jetzt so, ihr Väter, hetzt eure Kinder nicht auf, sondern sättigt sie in der Wissenschaft des Wahrnehmungsvermögens des Herrn. Schreibt ihr das vielleicht mal auf? Sättigt sie oder zieht sie groß, sättigt sie in der Wissenschaft, in der Bildung, in der Wissenschaft, Paideia, der Wahrnehmung des Herrn oder des Wahrnehmungsvermögens des Herrn. Jetzt bin ich da mitten wirklich in eine theologische Diskussion eigentlich gekommen. Aber könnt ihr es nachvollziehen, was hier geschrieben steht? Ich sage das, wie das in der Praxis funktioniert oder eben nicht funktioniert. Solange wir Menschen so leben, als würden wir nicht das Ziel haben, mit Gott vereinigt zu werden oder in Gott vereinigt zu sein, versuchen wir immer etwas zu produzieren. Dann übersetzen wir das, was wir dann nicht verstehen könnten, statt Wissenschaft und Wahrnehmungsvermögen des Herrn, das ergibt keinen Sinn. Dann übersetzen wir Zucht und Ermahnung. Das meint, wir haben die Bibel in der Hand, wir können sagen unseren Kindern, so, hört mal, jetzt weiß ich, wie ich euch zu erziehen habe, ich ermahne euch, alles was christlich ist, alles was in der Bibel steht, wird gemacht, wenn ihr es nicht tut, züchtige ich euch. Oder? So haben wir das praktiziert. Wir haben die Kinder ständig mit Bibelsprüchen bombardiert, das will der Heiland und das will der Heiland nicht, das gefällt Gott und das gefällt ihm nicht, das sollst du tun und das sollst du lassen und sind über diese Ebene des Gesetzes nie hinausgekommen, auch im Neuen Testament nicht. Auch während wir sagen, wir haben das Alte Testament hinter uns, auch wenn wir mit Luther hinausschreien, Gnade, Gnade mir und wir sind dem Gesetz gestorben, wir haben die Kinder versucht zu erziehen, indem man ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Paulus aber kommt von einer ganz anderen Seite. Er sagt, du sollst Gott erkennen lernen. Wir sollen die Kinder lehren, wie sie Gott gewahren, wie sie Gott wahrnehmen. Wir sollen sie in der Wissenschaft des Gotterkennens heranbilden, damit Gott selber ihr Lehrmeister werden kann. Und dann erfüllt sich das Wort der alten Propheten. Früher mussten sie immer zum Propheten gehen im Alten Testament. Früher hieß es immer, lass uns zum Seher gehen und schauen, was Gott von uns will. Und dann irgendwann kommen die Propheten und sagen, genug, es kommt ein neuer Bund. Ich werde einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel, spricht der Herr, und mit all denen, die kommen werden. Es wird nicht mehr einer seinen Nächsten, einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen, Ginosko, werden sie mich alle gewahren, werden sie mich alle wahrnehmen. Seht ihr den Unterschied? Was ist der Inhalt, der Sinn des neuen Bundes? Der Geist des Herrn kommt, um uns zu zeigen, was uns in Gott gegeben ist, um den Unsichtbaren für uns schaubar zu machen, um den Unsichtbaren in uns wirksam zu machen, dass nicht du für Gott ein religiöses Leben lebst, sondern dass du den Weg kennenlernst, wie Gott durch dich sein eigenes Leben lebt, dass du sein Leib bist, seine Braut, dass du vereinigt bist, ein Geist mit ihm. Das ist unsere Kindererziehung, das ist das Ziel, das ist der Sinn. Wie lernst du Gott erkennen, wie lernst du Gott gewahren? Jetzt muss ich drei Punkte dieses Gotterkennens erläutern, damit du siehst, auf welchem Pfad wir uns heute befinden, wenn wir jetzt in das Oratorium einsteigen. Gotterkennen meint nicht eine Vorhofserkenntnis, dass es ihn gibt, das gewisse spüren, dass man sagt, ja, jetzt, ich glaube, es gibt ihn, ich habe Gott erkannt. Das mag ein Vorhof sein des Gotterkennens, dass man gewahrt, dass es ihn überhaupt gibt. Und darin ist die ganze Christenheit bis heute stecken geblieben.
Gott erkennen geht tiefer, vom Vorhof ins Heiligtum hinein. Gott erkennen, Ginosko, vereinigt werden, meint, gewahren, erkennen, was Gott von Moment zu Moment tut. Wisst ihr was? Ich habe vor etwa 15 Jahren, ich weiß nicht, eines meiner Bücher, ich weiß nicht mal welches es war, ich glaube, lehre mich Herr, habe ich einen Lehrgang geschrieben über das Erkennen des Willens Gottes. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe dort die Worte des Paulus ausgelegt, der gesagt hat, wir sollen den guten, den wohlgefälligen und vollendungsgemäßen Willen Gottes erkennen. Dann haben mir Christen geschrieben, nicht die Welt, Christen schreiben mir, Bruder, bist ein Gotteslästerer. Man kann den Willen Gottes nicht erkennen. Nicht so, wie du es sagst. Und ich frage mich, wozu leben die eigentlich? Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und sie können den Wolf unterscheiden. Johannes sagt in seinem Brief, ihr habt nicht nötig, dass einer daherkommt und sagt, schau mal, der da ist in Ordnung und der ist nicht in Ordnung. Vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen. Und ihr habt die Salbung und die Salbung selber lehrt euch, wo der Geist des Herrn drin ist und wo nicht. Stimmt das? Wir sind geschaffen in ihn hinein. Wir können den Willen Gottes erkennen. Und seht ihr, so wahr Paulus in allen seinen Gebeten unablässig darum gerungen hat, dass wir den vollendungsgemäßen Willen Gottes erkennen können, so wahr sage ich dir, Gott lässt sich erkennen von Moment zu Moment, denn er wohnt in dir, er lebt in dir und du lebst in ihm. Nur musst du es endlich begreifen lernen, du musst deine Antenne stellen lernen. Und Gott, so wahr er in dir lebt, und Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus als Person und nicht als Ideologie, nicht als Religion. So wahr er als Person in dir lebt, wird er von Moment zu Moment etwas empfinden. Er lebt dein Leben, da wo du lebst, empfindet er etwas, da tut er etwas, da redet er oder er schweigt. Er geht voran oder er geht zurück. Er möchte dein Leben leben, dass auch du sagen kannst, nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt der lebendige Gott, der Christus, Jesus Christus, der auferstandene und durch den Geist wiedergekommene. Ich predige mich fast außer Atem heute. Aber wir sind hier nicht am Ziel, verstehen wir? Das ist erst der Heiligtumstrakt, würde ich das mal nennen. Das ist erst die zweite Stufe des Gotterkennens. Erste Stufe erkennen, dass es ihn überhaupt gibt. Zweite Stufe erkennen lernen, was Gottes Geist von Moment zu Moment tut. Aber das Eigentliche, worauf dieses Oratorium hinaus möchte, worauf unsere Kindererziehung hinaus will, ist die dritte Stufe des Gotterkennens. Dass du lernst, wie man Gott gewahrt, mit seinem Sinn gewahrt. Dass sein Sehen, wie er sieht, zu deinem Sehen wird. Dass so wie er hört, du mit seinen Ohren hören lernst. Dass du mit seinem Herzen verstehen lernst. Dass du mit seinem Willen willst, nicht mehr mit deinem. Denn er ist dein Wollen und dein Vollbringen. Verstehst du? Das ist die Weise, wie Gott uns mit sich verbindet. Völlige Einswerdung. Dass du angeschlossen wirst an seiner Emotion. Dass du von ihm gelebt und bewegt wirst. Und so komme ich zu meinem letzten Text, bevor wir endlich anfangen zu singen. Paulus sagt nämlich zu den Athenern, ausgerechnet zu dem Volk, das eine Stadt voller Götzen hatte. So viel Götzen, dass er nur einen Altar fand, auf dem stand für den unbekannten Gott. Geht er genau zu diesen Menschen, zu diesen Hochgradgötzendienern hin und sagt ihnen, hört, ich verkündige euch diesen Gott, den ihr noch nicht kennt. Und er sagt, ich kenne ihn, es ist der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat gesagt, ich kenne ihn, es ist der Gott, der uns alle aus einem Blut gemacht hat, der die Zeiten bestimmt hat, der die Grenzen unseres Wohnens bestimmt hat und der uns bestimmt hat, ob wir ihn irrsuchend, tastend fühlen und finden möchten. Obgleich er nicht irgendeinem von uns fern ist, sagt er dann. Und jetzt hört diese Erklärung, was er sagt. Er sagt den Athenern, eure Bestimmung ist, Gott fühlend, tastend zu finden. Hört nicht theologisch, nicht hörend. Fühlend, tastend, passt uns gar nicht. Gell? Tastend, fühlend, finden möchten, obgleich er uns allen nicht fern ist. Und dann sagt er zu den Athenern, zu den Götzendienern, hört, er ist euch allen, uns allen nicht fern, denn wir sind mitten in ihm drin, wir leben und weben und sind in ihm. Nachzulesen, wo ist es, Apostelgeschichte 17, Vers 28. Wir leben und weben und sind in ihm. Wer hat das schon mal gehört, diesen Text? Das Wort weben, wer kennt das weben, was das eigentlich bedeutet? Frau Weber, Herr Weber, das ist ein lutheranisches Wort. Ich erlaube mir heute dieses Wort des Luthers, das er jetzt ins Deutsche implantiert hat, etwas
zu vergriechen wieder. Denn wenn du denkst, du lebst nur in ihm und du bist nur in ihm und du webst nur in ihm, dann kommst du irgendwie zu einer Idee, als würdest du dich wie ein Wurm in der Kloake bewegen, weißt du? Du bewegst dich irgendwie in einer Masse drin oder so. Verstehst du, wie ich meine? Hier steht das griechische Wort Kineo. Kineo, davon haben wir den Begriff kinetische Energie abgeleitet. Das heißt, kinetische Energie ist die Lehre von der Bewegung durch Kräfte. Und was du wissen musst im Griechischen, das ist ein Passiv hier. Kineo ist in der passiven Form geschrieben und darum bedeutet es Folgendes. Wir alle sollen ihn tastend fühlen, ob wir ihn irgendwie suchen, finden möchten, obgleich er uns nirgends fern ist, denn wir sind wie in ihm, wir leben in ihm und wir werden von ihm bewegt. Kineo, passiv. Du machst nichts da, du wirst gemacht. Jetzt lege ich dir die Fülle des Wortes Kineo kurz aus, wie es im alten Griechischen von Homer und über all diese Menschen in der Bibel und überall verwendet wurde. Dann klingt dieser Vers so, du lebst in ihm, du bist in ihm und du wirst von ihm Kineo, du wirst von ihm in Bewegung gesetzt, fortbewegt, vorgerückt, in die Flucht geschlagen, heißt es sogar Kineo. Du wirst vor- oder zurückgedrängt, du wirst erschüttert, erregt, gereizt, du wirst angestiftet von ihm, du wirst in Eile versetzt. All diese Begriffe wurden mit Kineo üblicherweise im alten Griechischen übersetzt. Könnt ihr verstehen, worum es geht? Paulus sagt es den Athenern, diesen Götzendienern, ihr müsst lernen, gottgemäß wieder zu leben. Ihr müsst lernen, wieder den Tastsinn Gottes zu bekommen. Ihr müsst wissenschaftlich Gott wieder fassen lernen. Denn dieses Wort Zetheo, Gott suchen, meint eigentlich Gott erforschen. Ihr müsst Gott erforschen wieder und tastend fühlen, ob ihr ihn finden könnt. Das Wort finden, es gäbe für jedes eine theologische Stunde extra. Das Wort finden bedeutet, ihn eigentlich in Besitz nehmen, ihn erlangen, ihn eben mit ihm halt vereinigt werden, um es wieder kurz zu machen. Genug der einleitenden Worte. Ich hoffe, ich habe euch nicht plattgeschwatzt hier. Aber wir sind gekommen, um euch etwas zu erzählen. Jetzt singe ich das erste Lied, das heißt, dich erkennen. Das ist Leben. Das ist das ewige Leben. Erkennen, dass aus ihm alles ist. Er gibt uns nicht nur den Hunger, er gibt uns die Speise, er gibt uns nicht nur den Durst, er ist uns auch der Trank, er ist alles in allem, Christus alles in allem und in allem. Das ist Sinn und Ziel unserer Kindererziehung. Wir lernen ihnen wissenschaftlich, wie man Gott erkennt, dass es ihn überhaupt gibt zuerst, was er tut und wie man mit seinem Geist, mit seiner Empfindung, mit seinem Wahrnehmungsvermögen lebt. Das ist eine Wissenschaft, die wir euch heute versuchen, möglichst praktisch rüberzubringen. Dich erkennen, das ist Leben, dich gewahren mehr und mehr. Nichts kann es auf Erden geben, was begehrenswerter wäre, denn was immer du geschaffen, was auch lebt auf dieser Welt. Du willst nichts sich überlassen, du hast uns auf dich gestellt. Du hast uns auf dich gestellt. Speise, du wirkst den Durst und reichst den Trank für jeden Zoll. Der Lebensreise hat in uns dein eigener Geist.
fließt aus in deiner Fülle. Kraft und Weisheit wirkt in mir, wenn ich nur im Herzen stille, sag jetzt rechtlich, Herr, mit dir. Sag jetzt rechtlich, Herr, mit dir. Dich gewann in jeder Lage, was du tust, in Werk und Wort, jederzeit, wenn ich dir sage, wirke, wirkst du fort und fort. Wirkst du fort und fort. Darum wollen wir auch die Kinder deinem Geiste anvertrauen, wollen sie anstatt aufzuhetzen, lehn dich Gott an, Werk zu schauen, wollen sie wissenschaftlich bilden, in Hochs, in Tiefs und überall. Bis dein Wahrnehmungsvermögen sie erfüllt von Fall zu Fall. Erfüllt von Fall zu Fall. Erkennen, das ist Leben, dich gewahren mehr und mehr, dich in allem wirken sehen, du in uns, sonst sind wir leer, du in uns, sonst sind wir leer. Des Oratoriums die Grundlagen eigentlich legen, verschiedene Grundlagen der Erziehung, und das war jetzt die erste und, denke ich, wichtigste Grundlage, dass wir gerade das Haupt der Familie, wie es jetzt auch Ivo für uns hier gemacht hat, eigentlich die Vision zeigt, um was geht es eigentlich in der Familie, in der Erziehung, wo gehen wir miteinander hin, dass wir im Geiste die Dinge sehen und eben gemeinsam Gott erkennen können. Also die Vision, die kommt eigentlich eben von dem Haupt aus, das wäre das Richtige. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, die nächste Grundlage, dass auch ich als Ehefrau da mitgehe, dass wir miteinander in eines hineingehen, dass wir eben miteinander dasselbe im Geist sehen und spüren. Nicht, dass er einfach sagt, ja, ich bin jetzt das Haupt, das wird so und so gemacht und das machen wir so, sondern dass er eben die Vision geben kann, woraufhin geht es eigentlich. Und dass ich auch als Ehefrau dann dieselbe Vision habe, dass ich in allem, was uns begegnet, lerne, eben Gott zu erkennen und dass wir miteinander diese Vision haben, das Böse eben zu beherrschen und diesen Himmel in unsere Mitte, in unsere vier Wände hineinzubringen. Und da geht es dann nachher ganz stark und schnell in die Praxis hinein. Und das, da ist es eben diese Grundlage, diese Wichtigkeit, dass wir als Ehepaar
im Gemeinsamen drin sind, dass wir am selben Strich ziehen, denn kam geht es dann an die Erziehung, ich sage Hü und er sagt Hot. Die Kinder, sie werden immer dorthin gehen, wo es ihnen gerade am meisten beliebt und so wird auch die Atmosphäre zerrissen sein. Wenn diese Einheit gebrochen ist, dann gibt es auch keine gute Frucht an den Kindern. Und ich denke, viele sind jetzt vielleicht auch hier, denen das gar nicht möglich ist, in der Ehe eine Einheit zu haben. Sie denken dann, das gilt nicht für mich, mein Mann will nichts wissen vom Glauben oder meine Frau will nicht. Aber das ist, dem ist nicht so. Die Einheit, das ist ein Weg Gott entgegen, ein Weg in die Gotteserkenntnis, in diese Vereinigung hinein. Und selbst wenn du allein bist, du kannst dich auf den Weg machen, mal persönlich und auch mit uns zusammen in dem Organismus, in der OCG, wo wir diesen Weg gemeinsam gehen in die Vereinigung und es wird unmittelbar sogleich einen Einfluss und eine Auswirkung auf dein Umfeld haben, auf deinen Ehemann, auf deine Kinder. Also das besingen wir jetzt in diesem nächsten Lied, diese Grundlage der Einheit in der Ehe. Und ich habe das ein bisschen so aufgeschrieben, wie es auch mir persönlich am Herzen ist. Ich liebe diese Zeiten, wo ich auch mit Ivo zusammen alleine bin, wo wir Dinge besprechen, wo nicht die Kinder die ganze Szene beherrschen, sondern wo es einfach Zeiten gibt, die sind für uns reserviert. Und da geht es um die Strategie, dort besprechen wir die Dinge und dann gibt es auch Frucht, wenn wir es dann auswirken in der Praxis. Und ich habe in diesem Lied auch so geschrieben, wie ich Ivo frage, ich habe eine Frage in der Kindererziehung, ich frage ihn. Und auch das ist mir so eine liebliche Vision, weil ich weiß, dass Gott ihn auch als Haupt gesetzt hat. Erwarte ich auch immer wieder von Gott, dass er die Antworten gibt, dass wir gemeinsam weiterkommen in dem praktischen Beherrschen des Bösen, eben in unseren vier Wänden. Und mir ist es so ins Herz gegangen, auch wo Ivo darüber erzählt hat, wie der Adam und Eva zusammen diese Liebesgeschichte, wie alles begonnen hat und wie sie eigentlich berufen gewesen wären, miteinander das Böse zu beherrschen. Aber schon bei der ersten Prüfung nachher hat der Böse geherrscht über sie. Von da an dieses ganze Dilemma. Aber wir sind jetzt auch zu berufen, das wieder rückgängig zu machen. Und ich frage mich oft, wie wäre es wohl gekommen, wenn jetzt die Eva mal einen Moment noch gewartet hätte und mal zum Adam gelaufen wäre und ihn gefragt hätte, was meinst du da, die Schlange und so, was sagt die, was soll ich darauf eingehen? Vielleicht hätte er in dem Moment einen kühleren Kopf gehabt und hätte noch sich daran erinnert, nein. Das sollten wir nicht. Und so ist es, empfinde ich es auch oft im Alltag, dass der Mann, der von außen kommt, ein bisschen noch den kühleren Kopf hat, weil er nicht so im Betriebe drin ist. Und dann empfinde ich es als so ein Segen, eben wenn man fragen kann und dann gemeinsam die Dinge angehen. Und so ist es auch im Lied beschrieben. Der zweite Teil des Liedes spricht dann über dieses wesensmäßige Erziehen, wo ich ihn frage, wie ist das, was soll das eigentlich heißen? Und da geht es eben genau darum, die Kinder nicht in eine Form hinein zu erziehen, so nicht und so nicht und das ist christlich und das macht man, sondern in allem sie in das Wesen, dass sie das Wesen verstehen der Dinge, dass sie, und so gibt es in unserer Erziehung diese Prozesse, wo alles, was wir erleben und was an Niederziehendem in unsere Familie reinkommt, wo wir daraus diese Lektionen machen, die Prozesse, wo wir Fortschritte erzielen können. Also wenn ein Kind verfehlt, dann wird nicht einfach der Finger gestreckt, sondern es kommt mal hin und wir sagen, hast du gespürt, was jetzt gelaufen ist? Es ist so dunkel geworden in unserer Mitte, jetzt geh du mal doch vor den Herrn und suche ihn zu erkennen, was jetzt gelaufen ist, dass das Kind lernt selber, diese Antenne zu pflegen, die Beziehung und dann selber die Dinge unter die Füße zu kriegen, die schlecht sind. Und auch in diesem Lied ist es dann auch so, da beschreiben wir, wie es auch verschiedene Lektionen gibt. Eben wenn eine Verfehlung ist, geht es darum, nicht eine einschlägige Strafe auszuteilen, sondern eine wesensmäßige Lektion daraus zu machen. Das heißt, das Kind soll immer spüren, das Wesen der Verfehlung soll es spüren und damit arbeiten, dass es ausgetauscht wird. Also wenn es ein besonders faules Kind ist, dann bekommt es einfach Lektionen, wo es diesen Fleiß üben kann, bis es selbstständig merkt, dass das Leben im Fleiß einfach viel schöner ist. Oder wenn es immer alles vergisst, dann bekommt es lauter Nachdenkübungen. Es muss die Dinge mal sich hinsetzen, mal aufschreiben, wie sich die Dinge verhalten, bis es selber lernt zu denken. Oder wenn... Ja, je nachdem, wenn es geizig ist, dann soll es Gelegenheit bekommen, Dinge zu verteilen, dass dieses Wesen rausgeschafft wird. Und,
und so nicht ein einschlägiges Routendings, sondern wirklich ein wesensmäßiges Hineinfördern. Und das beschreibt jetzt dieses Lied. Für dich, du wirst nicht, was ich lieber tät, als gemeinsam Dinge zu bewegen, in allem mit dir einig zu sein. Die Kinder sollen immer spüren, dass wir in dieselbe Richtung ziehen. Die Kinder sollen immer spüren, dass wir eins sind. Ja, genau. Und deshalb frage ich dich, was ist denn bitte wesensmäßiges Erziehen in dieser Lage, wie ich sie heute fand? Erklär mir doch, was du denkst, ich will. Auch mal am Abend Zeit, kann dir helfen nur mit Fleiß, bis sie wieder umzugehen weiß. Auch hier gibt's eine Therapie, der Flur wird sauber wie noch nie. Mit Wasserschlüppe und mit Besen wird kuriert das Träumerwesen. Mit einer kleinen Schüssel Brei wird jedermann vom Murren frei. Vielleicht auch hartes Brot vom Schrank, gib bald ein Herzchen voller Dank. Ist das nicht ein wenig zu viel verlangt? Sollte ich nicht vielleicht doch besser? Nein, ich bleibe jetzt einfach dabei. Habe ja genug oft erlebt, wie es rauskommt, wenn ich es nach dem eigenen Gutdünken mache. Danke Papa, danke Mama, dass sie uns in allem, den Besen nacherzieht. Danke Papa, danke Mama, dass sie uns in allem, den Besen nacherzieht. Für Faulheit gibt's Fleiß und Arbeit, Verschwendung wird mit Mangel kuriert. Bei dir gibt's Verzicht. Kopflosigkeit, eine Nachdenkübung, bei Geiz werden Dinge verteilt. Für Undank gibt's Kürzung, Für Verantwortungslosigkeit eine Menge Pflichten. Für Widerspenstigkeit und Bosheit gibt's auch einen guten Weg.
kommen jetzt zur dritten Grundlage. Und diese Grundlage nennen wir den Familienaltar. Und damit meinen wir nicht den Fernseher, dass wir uns recht verstanden haben. Das ist leider oft zum Ersatz geworden für den wirklichen Familienaltar. Die Familie am Abend versammelt hinter ihren Fernsehern, Computern, Computerspielen und was alles noch so an augenlustigen Dingen gegenwärtig ist. Familienaltar, darunter verstehen wir, dass wir zusammensitzen, uns möglichst täglich, wenn es zeitlich sich einrichten lässt, und miteinander, ich bleibe jetzt bei dem Begriff, uns in der Wissenschaft des Gotterkennens fortentwickeln, fortbilden, wenn man so will. Und das hat einen ganz praktischen Bezug in unserem Alltag. Und das möchten wir mit diesem Lied zum Ausdruck bringen. Wie kannst du denn jetzt Gott erkennen? Woran kannst du erkennen, dass Gott drin ist in einer Sache oder dass er nicht drin ist? Und ich möchte die Grundlage, bevor wir das Lied singen, klären, damit wir dieses Lied richtig einordnen können, damit wir den Familienaltar auch zu Hause praktizieren können. Wir haben von Paulus gehört, dass es die Aufgabe des Menschen ist, Gott tastend fühlen zu lernen. Und seht ihr, das ist nicht zufällig so gewählt. Natürlich für neue Theologien passt das nicht. Die Theologie sagt, Glaube hat null und nichts mit Gefühl zu tun. Und wenn wir davon sprechen, von seelischen Gefühlen, in dem Sinn gehen wir natürlich völlig überein. Mit der Seele kannst du nur irren, mit der Seele kannst du nur in die Irre gehen. Ein Gefühlsmensch, wir haben lange genug erlebt, dass Gefühlsmenschen auf die eine oder andere Seite zustande bringen, seien sie nun überschwänglich oder zutiefst betrübt. Das seelische Gefühl ist hier nicht gemeint. Aber es gibt ein Wahrnehmungsvermögen Gottes, von dem du auch bei Jesus immer wieder siehst, dass er immer das spürte, was geschah. Er fühlte es, in seinem Innern heißt es, er spürte es an sich selber, dass Kraft ausging und so weiter. Mit anderen Worten, der Familienaltar ist die Stätte, wo wir miteinander das kraftorientierte Leben üben. Paulus sagt an einer Stelle, euer Glaube soll nicht auf Worten aufgebaut sein, sondern auf Gottes Kraft, nachzulesen 1. Korinther 2 und 1. Korinther 4. Was bedeutet denn das? Das meint, dass man Gottes Kraft eben fühlbar wahrnehmen kann mit der geistlichen Antenne, ich nenne es jetzt mal so. Wir haben von Gott den Geist bekommen, um ihn wahrnehmen, fühlen, tasten zu können. Wie zeichnet sich das aus? Jesus sagt an einer Stelle, ich lasse euch nicht allein zurück, sondern ich sende euch den, der euch immer zur Seite steht. Und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ich gebe euch göttlichen Frieden. Das meint, was ist göttlicher Friede? Fühlt man den oder liest man den? Besteht er in Wort oder in Kraft, der Friede? Es besteht in Kraft, Friede ist eine Kraft. Aber er sagt, damit du es gut unterscheiden kannst, ich rede nicht von menschlichem Frieden, den kennen wir vielleicht, ich rede von göttlichem Frieden. An anderer Stelle sagt Johannes, Johannes Evangelium am Anfang, 1. Kapitel 1, 3, sagt er, in Christus, in ihm war das Leben, da nennt er das einfach das Leben, das Zoe, und in ihm war das Leben und das Leben selbst war das Licht der Menschen. Das Leben Gottes ist eine Kraft, das Leben Gottes ist eine wahrnehmbare Kraftwirkung, die an uns ergeht. Und so konnten die Menschen zwar theologisch selten einordnen, was Jesus da sprach, auch bei den Aposteln ging es sofort, aber sie fühlten sich diesem Lebensstrom verpflichtet, der an ihnen wirksam wurde. Sobald der Jesus-Mensch in der Mitte war und seinen Mund öffnete oder irgendetwas tat, nur schon wenn er da war, spürten sie, irgendetwas bewegt mich, irgendetwas ergeht an mich, es ist das Leben Gottes. Und ich hoffe, du spürst heute etwas von dieser Dimension, dass wir hier nicht theoretisch sprechen. Ich hoffe, du spürst jetzt schon, dass hier eine Wirkung ist in der Luft, dass etwas da ist, das man auch Salbung nennen könnte. Die Bibel kennt ganz viele verschiedene Begriffe. Ich fasse es so zusammen, das Leben Gottes spüren lernen, wo es hochsteigt, ist immer dort, wenn das Leben Gottes zunimmt, ist dort, wo Gottes Wohlgefallen darüber ruht. Wenn er in uns Werke treiben kann, die aus ihm gekommen sind, zeichnet sich das aus, dass der Friede in unserer Mitte ansteigt wie ein Strom, dass die Qualität des Lebens sich erhöht, dass Kraft sich in unserer Mitte bildet, in unserer Atmosphäre, dass Ruhe, Gelassenheit da ist, dass eine Art Sättigung da ist, wo man sagen kann, ich habe gefunden, ich dürstet nicht mehr, ich bin wie getränkt worden. Dieses Leben zu unterscheiden ist Aufgabe des Familienaltars. Das ist die Wissenschaft des Gotterkennens. Wo ist Gott drinnen, wo nicht? Und das soll vom Kleinsten bis zum Größten funktionieren.
Das Leben ist das Licht der Menschen. Unser ganzer Wandel soll sich daher an der lebenwirkenden Kraft Gottes orientieren und messen und nicht am Buchstaben allein. Habt ihr auch alle verstanden, was die Predigt uns erklärt? Habt ihr auch alle verstanden, was die Predigt uns erklärt? Wirksame Kraft, wir müssen sie erleben, so wie alles groß und klein versteht. Was Gott gerade jetzt in unserer Mitte wirkt und was von Fall zu Fall in uns geschieht. Das Groß und Klein erkennt, was Gott ihm heute an uns will. An uns will. Das Groß und Klein erkennt, was Gott ihm heute an uns will. Was ist denn dieses Leben? Leben ist Christus in Person. Leben ist Gottes Gegenwart. In unserer Mitte. Wenn Kraft und Freude herrscht und Freiheit uns beschwingt. Wenn Ruhe da ist und Gelassenheit. Leben ist Christus in Person. Leben ist Gottes Gegenwart. In unserer Mitte. Wenn Reinheit uns erfüllt und selbstlos jeder lebt. Das ist Leben pur. Und das ist er. Das ist Leben pur. Und das ist er. Gewahrt ihr denn schon, wenn dieses Leben weicht, wir müssen uns im Alltag an der Kraft orientieren. Zieht es uns gemeinsam hoch oder drückt es uns hinunter? Zieht es uns gemeinsam hoch oder drückt es uns hinunter? Wir wollen es nicht nur hören, sondern in die Praxis gehen. Erzählt doch, wo bei euch dieses Leben runtergeht. Erzählt doch, wann bei euch dieses Leben runtergeht. Bei mir, wenn ich sage, ich bin. Bei mir, wenn ich sage, ich kann es nicht. Immer, wenn ich dem eigenen nachgehe. Wenn ich die Anweisung von Mama nicht gleich tue. Wenn ich in der Schule nicht mutig hinstehe. Nur wenn ich meine Gedanken bewahre, kann ich im Leben bleiben. Wenn ich mich irgendwo verrannt habe, muss ich so gleich umkehren, dass ich wieder im Lebensstrom sein kann. Wenn ich Verzagtheit und Schwermut reinlasse und nicht Zuflucht im Geist nehme. Wenn ich meine Augen nicht hüte, geht's runter. Familienaltar, Familienaltar, wir setzen uns zusammen beim Familienaltar. Wir lernen Gottes Wirken gemeinsam zu bewahren. Beim Familienaltar, 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 wir lernen miteinander in seinem Geist zu wandeln, bis wir vereinigt sind, das ganze Haus in ihm. Familienaltar, in ihm, Und schon kommen wir zur vierten Grundlage, die wir Ruhe ringsum nennen. Diesen Begriff entnehmen wir dem Alten Testament, als Gott Israel als ganzem Volk Ruhe ringsum von all seinen Feinden verheißen hatte. Wenn sie nur mit ihm mitgehen würden, nur darauf achten würden, was er tut, was er sagt. Alles, was Israel tat im Alten Testament, war ein Abbild, ein Gleichnis, eine Silhouette, ein Bilderbuch dessen, was uns heute im Vollendungszeitalter betrifft, in der unsichtbaren Welt. Wir können bei ihnen sichtbar schauen, was bei uns im Unsichtbaren vollendet wird. Ruhe ringsum von allen unseren Feinden. Wir haben gesehen, sie sollen herrschen und sie werden herrschen. Und das ist die wunderbare Botschaft von Ruhe ringsum. Wir müssen unsere Kinder dahin erziehen, uns selber wieder beginnen, dahin zu erziehen, dass wir an den absoluten Sieg glauben. Seht, wie kaputt so viele Menschen heute sind, wie zerstört. Was hat der Teufel nicht alles hingekriegt, indem er die Menschen glauben machte, dass er stärker ist als sie? Ruhe ringsum von allen unseren Feinden meint, Gott hat uns zugesagt und sie werden herrschen. Wir werden ringsherum unser Kanaan einnehmen, denn ganz Kanaan gehört uns. Problem ist nur,
das Bild von Kanaan haben wir neutestamentlich oft unkorrekt übersetzt. Wir haben gesagt, unser Kanaan ist der Himmel und haben damit gemeint, das, was nach dem Ableben kommt. Kein Wunder entwickelt sich die Welt so, verstehen wir? Kein Wunder, aber Kanaan wurde im Kampf eingenommen, Schritt um Schritt. Das Abbild, der Schatten lehrt ein Schritt für Schritt, Zoll für Zoll Land einnehmen. Sag, willst du im Himmel oben so kämpfen? Ja, die Bibel selber legt sich aus und sagt, alles, was ihnen widerfuhr, ist uns, für uns geschehen, als Abbild, als Abglanz, als Vorwegnahme, sichtbar. Also wenn Kanaan Schritt um Schritt, Zoll um Zoll eingenommen werden muss, ich sage, wenn ich schon mal im Himmel oben bin, möchte ich endlich meine Ruhe haben. Aber hier unten, so erleben wir es hier. Was ist unser Kanaan? Ich sage dir, was unser Kanaan ist. Christus ist unser Kanaan. Christus als Person, die Vereinigung mit seiner Person. Ja? Paulus sagt, ich habe Jesus erkannt. Die Christen sagen, ich habe Jesus erkannt. Was ist der Unterschied? Wenn wir als Christen sagen, ich habe Jesus erkannt, meinen wir damit unsere Bekehrung an jenem Tag, wo wir gemerkt haben, es gibt ihn. Dann haben wir uns bekehrt. Wenn Paulus sagt, ich habe Christus erkannt, sagt er nachher, und nun setze ich alles dran, dass ich in Todeswehen hineingenommen werde, um irgendwie mehr und mehr von Christus zu empfangen. Nachzulesen, Philipper 3. Ich möchte mehr und mehr von Christus gewinnen. Hat er ihn oder hat er ihn nicht? Das ist unser Kanaan. Christus ist unser Kanaan. Christus ist unser Wollen. Christus ist unser Fühlen. Christus ist uns gegeben zur Weisheit, zur Gesamtgerechtigkeit, zur Erlösung. Seht ihr, wir haben von Christus, leider sind wir hier bei der Lutherstadt hängen geblieben. Es tut mir leid, das mal sagen zu müssen. Wir haben von Christus nur die juristische Gnade heruntergenommen. Dort hat es doch begonnen. Luther hat uns gezeigt, dass in seiner Gnade alles vollendet ist, das wir also uns nicht können. Aber wir haben das auf dem juristischen Bereich gelassen, in der Theorie. Wir haben uns entwickelt wie die Schweine, darf ich es mal so ein bisschen ungeschützt sagen. Die Christenheit hat sich entwickelt wie die Schweine. Wir haben gelernt, mit der Sünde zu leben und dabei zu sagen, aber die Gnade bedeckt das alles. Und so haben wir Kanaan nicht eingenommen. Mit der juristischen Rechtfertigung durch Glauben hat es lediglich begonnen. Das ist die Apolytrosis, wie es die Schrift nennt. Den Loskauf. Durch sein Blut sind wir losgekauft. Wir haben in ihm die Apolytrosis, die Erlösung der Sünden. Die Apolytrosis und die Aphesis, die Entsendung der Sünden. Ganz Kanaan gehört uns. Christus hat uns nicht nur juristische Gerechtigkeit gegeben, sondern er ist uns geworden zur Gesamtgerechtigkeit, die Kerosyne. Er ist uns geworden, praktisch dynamische Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, du wirst aus dir nie gerechte Taten vollbringen, nach wie vor nicht. Dein Fleisch wird sich nie ändern. Du wirst unfähig bleiben bis ans Ende deines Lebens und dein Fleisch wird im Alter schlimmer, nicht besser. Aber du hast ein Kanaan zugute, ganz Kanaan gehört dir, seine praktische, dynamische Gerechtigkeit, die das Gesamte berücksichtigt, dem Gesamten gerecht wird, ist heute in dir wirksam, wenn du es nur zulässt. Und das ist dein Kanaan, das du einnimmst, dass du an der ganzen Fülle der Gottheit teilhaftig wirst in der Praxis. Dass nicht mehr du, sondern er in dir der Wirkende, der Handelnde, der alles Lebende ist. So wie Israel früher berufen war, um über jede feindliche Nation Herr zu sein, um alle Feinde zu bezwingen, sodass sie Ruhe ringsum haben sollten, das kommt etwa 20 Mal vor im Alten Testament, so ist im übertragenen Sinne uns heute eine Ruhe ringsum verheißen. Das meint jetzt aber eben nicht ein problemloses Leben, sondern ein Leben, das über allen Problemen stehen lernt. Wir leben in einer Welt, die ist so voller Probleme, die gibt uns so viel zu denken, so viel zu schaffen, so viel auch schlaflose Nächte. Und trotzdem kannst du bei all dem drüber oder drunter stehen. Du kannst mit den Problemen versinken oder du kannst glaubend dich über die Probleme aufschwingen und sagen, das ist jetzt zwar noch nicht im Griff, das wird aber in den Griff Gottes kommen. Warum? Weil ich wie Israel früher dasselbe tue. Ich bin Israel im Neuen Testament. Ich bin die geistliche Realität von Israel, die Auferstehungsdimension dieses irdischen Volkes. Also stelle ich mich hin und sage Juda voran. Das meint Lobpreis voran. Ich gebe zuerst einmal Gott die Ehre, bevor ich es besitze. Ich glaube wieder. Ich sage Gott, mit dem wirst du fertig werden. Auch jetzt sage ich das, gerade jetzt, wo das noch nicht sichtbar ist. Wir sind zum Glauben berufen. Und wir müssen den Kindern und uns selber die Vision angewöhnen, für Jesus ist kein Feind zu stark. Es gibt über jedem Problem eine Lösung. Aber hier in Ruhe ringsum lernen wir, wie die alten Israeliten, lernen wir im Neuen Testament den Kampf gegen uns selber zu führen, indem wir strategisch vorgehen. Hier auf der Leinwand werdet ihr nachher
Die Dinge, die wir aufzählen, die Probleme, die wir zusammentragen, werden mal kreuz und quer aufgelistet. Wir im Ruheringsum machen wir zuerst mal eine Bestandesaufnahme, mit welchen Problemen haben wir es denn konkret zu tun. Hier schauen wir einfach mal dem Feind ins Gesicht und sagen, hier im Angesicht der Feinde wirst du mir einen Tisch decken. Und siehst du, wenn du damit beginnst, so ein Leben zu führen, dass man strategisch vorgeht gegen die Probleme, sie nicht nur bejammert oder verdrängt, dann wirst du plötzlich vielleicht auf 100 Probleme kommen. Ja, vielen geht das so. Dann hast du vielleicht 100 Probleme und denkst, wo soll ich hier beginnen, wo soll ich hier enden? Und dann beginnt die Katastrophe. Aber in Ruhe ringsum gehen wir strategisch vor. Wir lernen mit diesem Lied, wir versuchen damit zu vermitteln, dass wir strategisch vorgehen müssen. Das meint, zuerst tragen wir es zusammen, dann setzen wir göttliche Prioritäten nach göttlichen Maßstäben, denn die Schrift redet viel über Prioritäten. Und das wird alles in diesem Lied aufgearbeitet. Was sind die Prioritäten? Worauf stützen sich diese Prioritäten? Worauf berufen sie sich? Und dann packen wir es gemeinsam an. Und das ist wichtig, dass wir zu einem Team werden. Ruhe ringsum meint die Vision, wir sind ein Team, wir kämpfen zusammen für uns und für die Welt, nicht gegeneinander. Hier hört jeder Krieg auf, ich sage dir es. Wenn wir wieder lernen, uns selber zu bekämpfen, mit uns selber fertig zu werden, dann hast du den Krieg in der Welt beseitigt. Und das möchten wir Gesellschaft salonfähig machen, dass das wieder normal wird, dass man wieder gegen sich selber kämpft, nicht immer gegen die Brüder, gegen die anderen. Ruhe ringsum. Revolutionär, schnell kommt alle her. Seht, ich muss euch etwas zeigen. Hier spricht Gott im Wort, wie man fort und fort alle Feinde bringt zum Schweigen. Alle Feinde bringt zum Schweigen. Ruhe ringsherum ist es Herrn Vision. Über jeden Feind erhobt sich Gottes Thron. Das steht da für uns, hier macht Gott uns Mut, weil er auch für uns heute noch dasselbe tut. Weil er auch für uns heute noch dasselbe tut. Nur was radikal ist bei Gott normal. Unruh sollen auch wir besiegen, Christus in uns drin. Macht das Wirrwarr hin, in nichts mehr sollen wir unterliegen, in nichts mehr sollen wir unterliegen. Macht ihr alle mit, dass wir Schritt um Schritt Ruhe ringsherum erlangen. Teamwork ist jetzt dran, komm, wir packen's an. Anders kann man's nicht empfangen. Anders kann man's nicht empfangen. Ja, das wollen wir! Auf, lass uns beginnen! Welchen Feind schlagen wir zuerst? Ohne Strategie geht das aber nie. Mit Geschick erstellen wir erst den Überblick. Wir listen alles auf, was uns stört, den Lauf. Jeden Aufwand nehmen wir dafür in Kauf. Jeden Aufwand nehmen wir dafür in Kauf. Wie gehen wir praktisch vor? Zuerst erstellen wir eine Unruheliste. Wir notieren kreuz und quer alles, was uns plagt. Persönliche und auch familiäre Unruhen, Krankheiten, Sorgen, Differenzen, Sünden, aber auch technische Probleme. Dann packen wir es gemeinsam an. Wir kämpfen immer nur für uns und um uns, nie aber gegen uns. Ja, wie ein Mann! Wie ein Mann! Alle Feinde und zu Füßen liegen. Wir schlagen so lang zu, bis rundum herrscht in Christus unsere Ruhe. Wie ein Mann kämpfen wir und siegen. Bis alle Feinde
drum herrscht in Christus unsere Ruhe. Telefonieren ist ein Mangel an Manieren. Ich fühle mich oft wie ein Zwerg, wenn allzu groß der Wäscheberg. Mich beunruhigt Kunigunde, vor dem Spiegel Stund um Stunde. Mich quält oft die Witzelei. Mich die Abersplänkelei. Und ich darf auf kaum was sagen. Und wo bringt auch das Verklagen? Zwischen euch kommt schnell der Streit. Du hast recht, hier ist der Neid. Mama sieht zu sehr das Gute. Papa, greif doch mal zu. Hat du unser Hutterpickel in die Wohnung dazu stinken? Ach du Schreck, nein, bitte sehr. Weisheit, komm, bring Lösung her. Ich muss noch vom Lehrer sagen, bessere Noten sollte ich haben. Schlecht finde ich Computerspiele, davon hast du viel zu viele. Wenig Ruhe gibt's auch leider bei der Auswahl neuer Kleider. Auch das Naschen bringt oft Klagen, wer was will, soll wieder fragen. Doch das Fragen bringt nur Ruhe, wenn auch Papa spricht wie du. Einheit fehlt, das ist der Punkt, hier hat's schon zu oft gefunkt. Sag ich Hü und du sagst Hot, gibt es Unruhe und Komplott. Doch wann sprechen wir uns aus? Du kommst meistens spät nach Haus. Auch beim Beten hinkt der Lauf, schwach sagt man sein Sprüchlein auf. Ha, dein Ruhringsumsystem macht's mir langsam unbequem. Erst beim Zupfer ich den Ziel, doch auch mir wird's bald zu viel. Schatz, ich seh, du meinst es gut, aber sieh, es sinkt der Mut. Kommt noch mehr und mehr dazu, wo fürchtig ist es aus mit Ruh. Wir nie. Was soll da bloß mit was beginnen? Juda musste zuerst im Kampf vorangehen. Das meint, dass wir den Sieg bekennend mit Glaube, Lobpreis und Gottvertrauen vorangehen sollen. Ganz Kanaan gehört uns. Wir ordnen jetzt alle Unruhepunkte nach Prioritäten, verteilen alle Lasten gerecht auf alle Schultern und gehen unsere Feinde dann Schritt um Schritt an. Welche Unruhen haben dann oberste Priorität? Wie beim Tempel der Vorhof, so kommt die Sünde zuerst. Allem voran der Balken im eigenen Auge. Erst kommen alle Interessen Gottes und dann erst die unseren. Unsere gemeinschaftlichen, persönlichen und technischen. In allem aber wollen wir das Naheliegendste zuerst angehen. Ihr Kriegshelden, Freiwillige vor! Wer schnappt sich welchen Feind? Wer übernimmt welche Lasten? Ein Mann. Kämpfen wir und siegen. Bis alle Feinde uns zu Füßen liegen. Wir schlagen so lang zu, bis rundum herrscht in Christus unsere Ruhe. Wie ein Mann. Kämpfen wir und siegen. Bis alle Feinde uns zu Füßen liegen. Wir schlagen so lang zu, bis rundum herrscht in Christus unsere Ruhe. Begonnen. Beim nächsten Lied hat die Anna-Sophia noch etwas zu sagen. Also, wir gehen nicht einfach so ins Bett, sondern Mama kommt und dann setzen wir uns ins Bett und dann sagt sie, ob uns noch etwas belastet und dann sagen wir das Jesus und Mama und dann können wir wieder gut einschlafen. Ja, das ist so, dass wir das in unserer Familie so handhaben, seit Jahren eigentlich, dass wir immer am Abend uns noch zusammentreffen, je nachdem, wenn die Zeit reicht oder ich gehe selber noch in die Zimmer zu jedem Einzelnen
Und es geht darum, dass wir eigentlich nie die Sonne untergehen lassen über irgendeine Unruhe, einem Streit oder irgendeine Sünde. Ich gebe den Kindern dann Gelegenheit, noch zu sagen, was sie belastet, weil wir erkannt haben, wie wichtig das ist, dass sie auch von klein auf in diesem Lebensgefühl bleiben können, ein gutes und klares Gewissen zu haben, dass man nichts anstauen lässt, was dann sich auswachsen kann. Das sieht man ja auch in der Pflanzenwelt, so ein kleines Pflänzchen, ein Triebchen, das so mit einer Leichtigkeit aus dem Erdboden rauszuziehen. Aber wenn es dann zu einem Baum geworden ist, mit einer dicken Wurzel, dann kommt man da gar nicht mehr dagegen an. Und so wollen wir es auch mit der Sünde nicht so weit kommen lassen, denn sie ist wirklich eine Macht. Es ist nicht was Kleines, wenn man sündigt. Es gibt sogleich eine Gewohnheit und eben ein fester Baum daraus. Und in diesem Lied beschreiben, das haben die Anna-Sophia und Rudli selber gebracht, dass es ihnen ein Anliegen ist, dass sie eben nicht gut einschlafen können, wenn irgendwas noch klemmt. Und sie bringen dann ihre Sachen, und wenn man das Lied so hört, denkt man, das sind ja solche Banalitäten, solche Kleinigkeiten. Aber eben für die Kinder, die sind ja noch klein, sind es keine Kleinigkeiten, sondern es sind eben genau diese Dinge, die sie vom Lebensstrom, von diesem Frieden abtrennen, und das muss raus. Und für sie ist es was Großes, auch wenn es vielleicht manchmal für uns was Kleines ist. Und so ist es dann beschreiben sie in diesem Lied ihre Punkte, die sie haben, wo ihnen das Leben rausfließt, eben wenn sie den Geschwistern mal nicht gehorchen, wenn ich weg bin, oder mal eine kleine Lüge oder so. Es soll einfach alles wieder auf dem Grund sein am Abend. Und wir wollen dann gleich anschließend noch ein Lied singen, und da geht es darum auch, dass es ist dann Anna-Sophias Frage. Sie hat die Frage auch auf dem Herzen gehabt, warum ist es dann so, dass du Mama immer noch wieder strafen und erziehen musst? Es wäre doch viel schöner, wenn das alles so automatisch gehen würde, wenn das einfach nicht nötig wäre. Und ich versuche ihr dann in diesem Lied zu erklären, dass es eben so ist, solange sie noch dich selber spürt, wo das Leben rausfließt, wo der Friede weicht, da muss ich einfach noch dabei helfen, muss sie darauf aufmerksam machen oder eine Strafe austeilen. Aber so ist es eben mit dieser Erziehung. Es ist eben nicht eine gesetzliche Erziehung. Das Ziel ist nicht, dass ich immer sage, ah, das gefällt dem Herrn, dem Heiland nicht, das gefällt ihm nicht, sondern das Ziel ist eine Selbstbemessung, eine Selbstverwaltung. Und deshalb schicken wir auch die Kinder immer wieder vor Gott und sagen, bewege mal, was war jetzt, was hat da jetzt gewirkt, was ist jetzt eigentlich geschehen? Von dem Moment an ist einfach alles dunkel geworden und kalt bei uns, weißt du den Zusammenhang? Und wir schicken sie dann in die Stille, und sie kommen mit diesen Antworten, lernen sie eben Gott wahrzunehmen. Und deshalb ist das Ziel der Erziehung, dass sie das selber mündig wahrnehmen, wo das Leben weicht und dass wir nicht hinterher rennen müssen. Und wenn das zu Hause so funktioniert, dann habe ich auch die Gewissheit, wenn die Kinder in der Schule sind und draußen, wenn sie größer werden, dann muss ich mir keine Gedanken machen, weil ich weiß, sie werden das dann auch draußen bewahren wollen, diesen Frieden und dieses Leben. Und in diesem Lied singe ich dann auch, weil der Herr mich erzieht, erziehe ich auch dich. Also ich erlebe ja die Erziehung genauso an mir. Wenn ich nur schon in den Gedanken verfehle oder irgendwas reinlasse, was Negatives, dann merke ich so gleich, wie der Friede weicht und das Leben. Und dann kann ich es eben auch unterscheiden an den Kindern. Jemand, der sich selber nicht vor Gott stellt und sich von ihm erziehen lässt, der wird das auch nicht einfach so umsetzen können an den Kindern. Deshalb beginnt das immer bei uns. Hast du noch etwas, was dich plagt?
Dein Gewissen soll rein sein und dein Herzchen unbeschwert. Geh nie ins Bett mit etwas, was dich quält. Was heute noch klein ist, mag morgen schon ein Riese sein. Bring's doch ans Licht und sag es mir. Verheimlicht, dann wird es in mir dunkel, schmiert das Herzchen dick und schwer. Nun will ich dir bekennen, liebe Mama, ich habe etwas, was du noch nicht weißt. Verklagte, dann wird es mir im Herzen schwer und ich hab schlechte Träume. Nun will ich dir bekennen, liebe Mama, ich hab etwas, was heute nicht gut war. Komm, Mama. Yeah.
Solange es so ist, dass nicht jedes sich selbst vermisst, sich nicht mehr lässt betrügen von Versuchung oder Lügen, dem Bösen widersteht, treu nach dem Frieden geht, muss ich noch dabei helfen, dich erziehen und dich schleifen. Bequemlichkeit, Gesamtbewusstsein, also das sind zwei Themenkreise, die in diesem Lied behandelt werden und die betreffen die zwei Jungs, den Joshua und den Jan Henoch. Und zwar gehört das auch zu dieser Grundlage, von der wir gehört haben, einfach, dass die Kleinen ebenfalls in diesem gesamten Lauf, den wir zusammen haben, dass sie mitkommen, dass sie auch sie ein Gesamtbewusstsein haben und zwar eben auf ihrem Stand gemäß, dass sie genau so in diesem Gesamtlauf mitkommen. Und dieses Lied behandelt eigentlich so diese Praxis, was heißt es jetzt für einen Kleinen wie Jan Henoch gesamtbewusst zu sein oder was heißt es für Joshua als Beispiel die Bequemlichkeit anzugehen, wenn das so ein Feind ist, den man da in der Ruhe ringsum gesehen hat, das bedeutet nachher immer, dass wenn solche Unruhen ans Licht gekommen sind, dass sie bis zum Kleinsten runter nachher angegangen werden können. Und wie man das macht, das zeigt dieses Lied ein Stück weit. Jetzt können die beiden selber noch etwas dazu sagen, wenn sie möchten. Ich habe gemerkt, dass bei mir immer dort das Leben weicht. Deci eu am simțit că la mine viața pleacă tot mereu acolo. Wenn ich keinen Preis bezahlen will und den Sachen ausweiche. Când nu vreau să plătesc niciun preț și evit lucrurile. Und zum Beispiel, wenn ich das Zimmer aufräume, alles nur unter das Bett werfe. Și de exemplu când fac ordine în cameră, arunc numai lucrurile sub pat. Und ich möchte jetzt, wenn ich noch klein bin, üben treu zu sein. Și acum vreau, cât sunt încă mic, să învăț, să exersez, să fiu credincios. Dann kann ich auch später dann in den größeren Sachen treu sein. Atunci voi putea mai târziu să fiu credincios în lucrurile mari. Und dann zum Beispiel, dann geht es nicht mehr darum, aufzuräumen, sondern zu widerstehen, der ganzen Welt widerstehen zu können. Și atunci, de exemplu, nu va mai fi vorba să fac ordine în cameră, ci să mă apăr în fața întregii acestei lumi. Und deshalb möchte ich das tun. Dann hoffe ich, dass ich dann auch mal all dem so gut widerstehen kann wie meine großen Geschwister. Și de aceea vreau să fac acest lucru și sper ca și eu cândva, ca și frații mei mai mari, voi putea rezista împotriva tuturor tentațiilor din lume. Also ich möchte darauf achten, dass ich, wenn ich was tue, dass ich mir bewusst bin, dass es das Gesamte betrifft, dass ich mir bewusst bin, was ich anstelle für meine Eltern, für meine großen Geschwister und was ich auslöse mit dem, was ich tue.
Und wenn es ist zum Beispiel jetzt Winter und es ist eiskalt draußen und ich mache das Fenster auf und es gibt Durchzug und alle frieren. Darum möchte ich auch schon heute Gesamtbewusstsein üben. Das ist nicht nur für mich ein Privatleben, sondern das betrifft dann die ganze Familie. Gesamtbewusstsein, oh, oh, oh.
Gut, bevor wir jetzt dann in die Pause gehen, werden wir noch ein Lied singen. Und dieses Lied behandelt so die Thematik, die mich momentan sehr stark beschäftigt, ich denke uns alle auch. Das geht so um den Umgang, den wir untereinander haben als Geschwister. Und ich denke, das ist überall, jede Beziehung, überall kann man das lernen, dieser Umgang. Und zwar ist es auch vor allem bei uns in der Familie momentan aktuell. Wir Großen, wir Größeren, wir dürfen jetzt auch mithelfen, die Kleinen zu erziehen, auch miterziehen, Erziehungsaufgabe übernehmen, egal wo, wenn Mama weg ist oder auch sonst. Und da finde ich es auch so wichtig, so, dass wir da lernen, ineinander hineinzuglauben oder ja, nicht gleich den Mut zu verlieren, wenn etwas nicht gerade klappt oder ganz irgendwie in einen falschen Ton reinrutschen oder irgendwie die Kleinen entmutigen, sondern dass wir ineinander Christus sehen, dass wir das Gute sehen oder man kann es auch so vergleichen, dass wir die kleinen Pflänzchen, die da sind, dass wir die sehen und fördern und nicht denken, ja, das sollte jetzt schon irgendwie im Baum stehen oder was, sondern dass wir eben das fördern und auch die Ehrerbietung untereinander haben und einander höher achten. Ja, halt alles, was so dazu gehört, zu einem schönen Umgang. Und in diesem Lied wird das so beschrieben. Ja. Komm, Bruder, gib mir deine Hand, ich möchte Christus in dir sehen. Komm, gib mir deine Hand, ich möchte Christus in dir sehen. So oft spiegelt's nur in dir, seh ich mich selber, lese meine Schwächen in dich hinein. Möchte meine Schwächen sehen, mich verändern lassen vom Herrn. Erst dann komm ich zu dir. Erst dann komm ich zu dir. Komm, Bruder, gib mir deine Hand, ich möchte Christus in dir sehen. Komm, gib mir deine Hand, ich möchte Christus in dir sehen. Yeah.
Okay, ich fasse mal zusammen, was wir bisher gehört haben. Die ersten 8 Lieder dieses Oratoriums haben sich eigentlich nur mit Grundlagen beschäftigt. Grundlage der Grundlagen, ihn erkennen, Gott erkennen. Wir sind geschaffen, um seinem Bild teilhaftig zu werden. In der Ursprache heißt es Gleichwerdung. Alles soll in allem er werden. Christus alles in allen und Gott schließlich alles in allem. Und diese Vereinigung ist die Grundlage, die wir gesehen haben. Und dieses Gotterkennen meint nicht nur erkennen, dass es ihn gibt, sondern erkennen von Fall zu Fall, was er tut. Und darüber hinaus eine dritte Stufe des Gotterkennens, worauf alles hinzielt, dass er selber uns erkennt. Das heißt, dass er durch uns hindurch lebt, dass er sein eigenes Leben durch uns hindurch lebt. Christus unsere Heiligung, Christus unsere Gesamtgerechtigkeit in der Praxis, Christus unser Reden, unser Sprechen, Christus unser Schweigen, Christus eben alles in allen und alles in allem. Der zweiten Grundlage, die Einheit in der Ehe, haben wir dort besungen und besprochen. Auch das wesensmäßige Erziehen, dass man nicht nur Formen überstülpt. Jetzt kann man sich das gut vorstellen, wenn man menschlich die Erziehung angeht. Du sollst nichts, das sollst du tun, jenes sollst du lassen. Was können wir anders bewirken, als die Kinder damit irre machen? Denn die Schrift lehrt uns doch, wir vermögen nichts ohne ihn. Stimmt das? Jesus selber hat gesagt, ohne mich könnt ihr nicht irgendeines tun. Also wie können wir die Kinder in fleischlicher Manier dazu anhalten, fromm, christlich zu sein, während nur Christus selber Christ sein kann. Darum wesensmäßiges Erziehen, dass sie in allem den Geist erkennen lernen, Gott erkennen lernen und lernen, wie man aus Gott heraus erkennt und lebt. Und dann werden sie nicht aufgehetzt, sondern sie werden ständig immer wieder vor Gott gestellt. Sie machen ihre Erfahrungen, das könnt ihr heute übrigens im Film sehr praktisch veranschaulicht sehen, dort geht das ganze Thema ja weiter. Dort haben wir das praktisch dargestellt, wie man die Kinder vor Gott schickt, um sie dort mit Fragen ausgerüstet hinzuschicken, dass wir ihnen nicht alles vorkauen müssen, sondern dass sie selber bei Gott Antworten holen, Gott erkennen lernen, die Antworten Gottes empfangen und dann begeistert sind darüber. Das ist der innere Motor und das sättigt sie. Zusammengefasst könnte man den ersten Teil eigentlich so sagen, sättigt die Kinder mit dem Instinkt Gottes. So könnte man das auch formulieren, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Sie sollen den Instinkt Gottes wieder bekommen, mit Gottes Wahrnehmungsvermögen getränkt, gesättigt werden. Das macht wirklich satt, so wie Jesus sagt, du wirst nicht mehr dürsten, wenn du das Wasser kostest, das ich dir gebe. Im Familienaltar haben wir gesehen, wie das praktisch, das kraftorientierte Leben funktioniert, wie wir das konstruktiv im Alltag zusammentragen und wissenschaftlich zusammentragen. Und ich betone noch einmal, Gott erkennen ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Das kannst du nicht bei einer Evangelisation mit Händen hochhalten. Damit hast du nichts bewirkt. Gott erkennen ist ein buchstäblich wissenschaftlicher Prozess, den du Schritt um Schritt in der Praxis mit Zehntausenden von Lektionen, kleinen Feinheiten, Unterschieden erspüren lernst, wo die Kraft Gottes lagert und wo sie nicht lagert. Und dazu sind wir hier, wenn du merkst, das ist dir alles eine Überforderung. Du sollst jetzt schon wissen, wir sind hier, um dir zu sagen, wir sind da für dich, es gibt hunderte von Mitarbeitern, die dir helfen dabei, dieses kraftorientierte Leben, ich sag mal, auf diese Kunde zu erlernen, dass du mit dem Strom mitgehen kannst. Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir dahin gelangen, wie Paulus es sagte, ich wage noch nicht mal von dem zu sprechen, was nicht Christus selber durch mich gewirkt hat. Also es muss dahin kommen, dass es eine völlige Vereinigung gibt, und zwar hier auf der Erde, nicht erst im Himmel oben. Hier unten will er uns leben. So war er gesagt hat, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt in der Verfolgung. Der Geist des Vaters spricht durch euch. Er macht alles, aber wir müssen lernen, wie das geht. Abendlied 1, Ruhe ringsum, haben wir gehört. Wir erwarten den ganzen Christus, die ganze Ausgestaltung, dass alles, was ihn als Person ausmacht, durch uns zu fließen beginnt und das immer in einer organischen Dimension, nicht nur individuell, ich und der Herr, sondern wir gemeinschaftlich. Abendlied 1 und 2 haben davon gesprochen, dass man nie die Sonne untergehen lässt über ungeklärten Dingen, dass man sie immer wieder aufarbeitet, dass man immer aktuell im Geist wandelt. Gesamtbewusstsein ging es darum, dass vom Kleinsten bis zum Größten jedes weiß, alles was ich tue, ist nicht einfach Privatsache, sondern es betrifft immer das Ganze, so wie das mit dem Beispiel mit dem Fensteröffnen im Winter war.
Komm Bruder war die Grundlage, die achte Grundlage, der Umgang miteinander. Man sollte eigentlich so leben miteinander, dass man sich bewusst ist, im anderen drin wohnt auch Christus. Ich will Christus in dir sehen, dass man uns nicht menschlich betrachtet, dass ich den Respekt vor den Kleinen habe, wie wenn Christus persönlich in meiner Wohnung drin leben würde. Das ist das Einzige, was zählt. Denn er sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, denn ich wohne in ihnen. Er ist keinem von uns fern. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Hauptebene. Jetzt verlassen wir mal diese erste Grundlage und beschäftigen uns in den nächsten drei Liedern mit einer Versuchungszeit in drei verschiedenen Altersgruppen. Die erste Altersgruppe in der Altersgruppe von Elias, er wird selbst zu seinem Lied etwas sagen. David wird für die Altersgruppe von ungefähr 15-Jährigen etwas singen und Simon dann schließlich seine Altersgruppe um die 20-Jährigen. Nichts gibt es, was nicht auch geprüft wird und mit dem müssen wir auch fertig werden. Bitte macht mal weiter. Ja, das nächste Lied, das wir singen, das heißt Werde Licht. Was meine ich damit am Herzen liegt, ist, dass wir wieder wissen, dass Schweigen bestätigen ist. Wenn wir jetzt zur Sünde schweigen, dann ist es wieder, wie wenn wir bestätigen. Was einfach auch heute gerade so in der Welt geht, alles so runter. Und ich sehe einfach, dass wir da ein Gegenlicht geben müssen, dass wir uns nicht schuldig machen, wenn wir einfach zur Sünde schweigen in der Schule oder überall auch. Wir dürfen auch in der Schule da gerade auch Erfahrungen machen, wie das Gott einfach belohnt, wenn man hinsteht und einfach klare Sache macht und nicht dazu schweigt und dazu bestätigt. Wir dürfen sehen, wie bei unserer Schule ganz eine andere Atmosphäre ist als bei den umliegenden Dörfern. Was mir da als Vorbild auch gilt, ist Daniel aus der Bibel. Bei ihm sehe ich einfach, wie er einfach hinstand, gerade dort, als es ein Verbot gab, dass man niemand außer den König anbeten darf, wie er dann vor das Fenster geht und rausbetet, egal ob seine Feinde auch zuschauen. Und da sehe ich einfach, dass jeder in seinem Leben einfach das Fenster öffnen muss. Das ist eigentlich dringend. Ja. Sonst machen wir uns mitschuldig. Und was mir, also vom Lied her, da belehren mich zuerst Mama und Papa und nachher gehe ich zur Schule. Und meistens ist es dann ist es dann so, wenn man dann auf eigenen Füßen in der Schule steht, dann kommt man auch in Anfechtung, so wie Papa das gesagt hat. Nicht Ehre, nicht Lust, Macht und Geld. Dich hat der Herr bestimmt, all das Böse zu beherrschen. Stell dich ihm, unterwirf jede Bosheit, habe Mut, schwimme gegen den Strom. Sollte es dich am Anfang auch schmerzen, ist am Ende mein größter Dämon. Ehre, nicht Lust, Macht und Geld. Geh nicht zum Kiosk hin, sei die Sklave deiner Lüste. Stößt dein Ohr auf das Zahnreingeplapper und du spürst es vor Gott, du bist dran. Du bist dran. Halte niemals zurück deine Meinung, steh zur Wahrheit und Gott steht zu dir. Dieser Tipp, gehst du mit, bist du der Hit. Weichst du aus wie ne Maus, ist die Freundschaft mit ihm aus. Geh und glaub's auch, er ist nett und ich mach mit dir ne Wett. Gehst du mit ihm ohne Halt, ist der Billy, der heut zahlt. Schmerzen.
zum Kiosk. Bin beim Bahnhof. Herr, ich kann es nicht. Hab gelogen, das war nicht recht. Ich merkte, hat dich mich verrannt. Herr, verzeih, ich hab dich nicht bekannt. Kaum war wieder Pause, da kam die Zeit für mich. Sie quatschten über Mädchen, doch mein Herz sträubte sich. Dem Freund ist es zu wichtig, vertrau dem, was du spürst. Hältst du jetzt nicht die Klappe, kommst, dass du ihn verlierst. Auch kommst du sie nicht schubsen, mit allem gibt's ein Streit. Auch Klassenfahrt und Arbeit ist gründlich dein Entzweit. Dem Freund ist es zu wichtig, vertrau dem, was du spürst. Hältst du jetzt nicht die Klappe, kommst, dass du ihn verlierst. Auch kommst du sie nicht schubsen, mit allem gibt's ein Streit. Auch Klassenfahrt und Arbeit ist gründlich dein Entzweit. In dieser Welt ist alles verdreht. Such nicht Ehre, nicht Lust, Macht und Geld. Stößt dein Ohr auf das Unreingeplapper und du spürst es vor Gott, du bist dran. Halte niemals zurück, deine Meinung steht zur Wahrheit und Gott steht zu dir. Steht zur Wahrheit. Doch diesmal scheut dich nichts. Ich sagte einfach, was ich dachte. Viele lachten mich dann zwar aus, doch einige hielten zu mir. Wer den Menschen sich beugt, lernt den Spott. Und wer wahr lebt, zu dem stellt sich Gott. Wir aus uns selber können das nicht. Doch erkannste und siehst, werde Licht. Doch erkannst der und siehst, werde Licht. Ich möchte mich gleich dem anschließen, was Elias, mein Bruder, gesagt hat, nämlich: Dürfen wir Kinderstunde machen, Simon, Elias und ich. Und da können wir oft beobachten, wie die Kinder eigentlich mit einem guten Wunsch im Herzen, mit guten Vorsätzen auch leben, aber sie plötzlich gleich in dieser Phase, ein bisschen älter vielleicht als mein Bruder, langsam beginnen zu verlieren, weil Neues ins Leben kommt, weil Versuchungen ins Leben kommen. Ich in meinem Lied singe von so einer Versuchung und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier, gleich wir Jugendlichen, hier die richtige Ausrichtung haben, was dieses Thema betrifft. Denn ich sehe einfach in der Welt, in der Jugend heute, auch hier in der christlichen, also in der Christenheit, wie gleich das Thema Partnerwahl, Liebe, ein großes Problem darstellt. Das sieht man ja an jeder Ecke, wie kaum kommen so die ersten Triebe, man geht gleich drauf ein, man sucht die große Liebe, gar nichts dagegen, ich finde das schön, sicher, ist sicher was Schönes, aber ich spüre, dass wir Jugendlichen dabei etwas verlieren, dass wir die Liebe zu Gott vernachlässigen, gleich wenn wir noch so klein sind, wenn wir noch, so wie Elias sagt, oder ja, in diesem Alter, ein bisschen älter, oder auch wir eigentlich, dass wir doch in diesem Alter uns üben, und es nicht gleich machen wie die Welt. Denn wie viele Ehen sind kaputt? Wie viele Ehen sind einfach, liegen brach? Und ich sehe einfach, dass das genau das ist. Sie probieren ohne Gott etwas aufzurichten. Ohne Gott suchen sie schon, ah ja, die gefällt mir, schauen aufs Äußere, haben nicht erkannt, auf was es wirklich drauf ankommt. Und schon ist was passiert, nach ein paar Wochen lernt man sich näher kennen und schon gibt es dann mal einen tüchtigen Crash und dann den zweiten und den dritten und dann bald den letzten. Und ja, das quält mich eigentlich und deshalb aus diesem Grund singe ich in diesem Lied, hey, eigentlich mindestens bis 20 sollte mich das noch gar nicht beschäftigen, das sage ich jetzt absichtlich ein bisschen provokativ auch, damit wir, ja, um neue Maßstäbe zu setzen, dass wir Jugendlichen wieder eine Beziehung zu Gott kriegen, eine lebendige Beziehung zu Gott, eine Liebesbeziehung, denn die ist schöner als alle Küsse von Frauen, das kann ich wirklich sagen. Ich habe keine Erfahrung auf diesem Gebiet, das gebe ich auch zu, aber wenn ich das so sehe in der Welt, und so, dann
denke ich, ich habe wirklich was Schönes. Wenn es mich morgens drängt aus meinem Bett und ich spüre heute Morgen wieder, 4 Uhr was gab, ich bin aufgestanden, ich wollte näher zu Gott, ich wollte ihm begegnen, ich wollte mit ihm zusammen sein. Das ist das Schönste, was es gibt. Und diese Beziehung büßen wir so oft ein, nur weil wir unserem eigenen Bauch nachgehen. Und es ist dann, kommt dann meistens so raus, ja, wie in meinem Lied, das ich jetzt singe. Es ist jetzt ganz ein kleines Beispiel von einem Jungen, der sich auch mit einem besten Vorsatz verliebt und dann ja, ein bisschen abschweift, Gott ein bisschen dabei verliert. Und das soll eigentlich nur zeigen, hey, da ist Potenzial, wenn wir in diesen Jahren den Grund legen, wenn wir Häuser bauen, also bildlich gesprochen, die nicht auf Sand irgendwie sind, sondern die auf Felsen sind, die auf Gott gegründet sind, wenn wir hier unsere Übungen machen und wenn dann die Zeit kommt, dann kommt es auch gar nicht mehr so weit, dass die Ehen brach liegen und dass die Ehen kaputt gehen. Ja. Und das haben wir alle zusammen dieselbe Ausrichtung. Wir wollen an uns selber arbeiten, wir wollen diese Prozesse durchgehen, hier im Kleinen, in dieser Zeit, wo die ganze Welt, wo alles so läuft, wo jeder nur auf die Beziehung zum anderen Geschlecht schaut, da wollen wir schauen, dass wir Gott mehr in unser Leben kriegen, mehr von ihm. Dann ist nämlich jede Beziehung dann auch schön. Okay, ich habe ein sehr langes Lied, deshalb beginne ich lieber gleich. Ah ja, genau, das muss ich noch kurz erklären, weil wir gehen jetzt mit einem guten Vorsatz alle zur Schule. Das ist jetzt ein Beispiel, wir gehen zur Schule, jeder hat so seinen Vorsatz. Und das, am Abend kommen wir dann nach Hause, sehen ein bisschen, wie es gelaufen ist während dem Tag. Also wenn wir dann wieder in dieser Position stehen, das zeigt dann, dass wir jetzt wieder zu Hause sind. Ja. Ja, noch 2-3 kurze Worte, weil ich hier in diesem Lied auch noch eine wesentliche Rolle hier spiele. Ich möchte einfach auch noch kurz betonen, was auch David gesagt hat, was Partnerwahl betrifft, möchte ich auch vor allem auf meine Eltern hören, weil ich weiß genau, sie schauen auf das Richtige, sie haben da die richtigen Bewertungstabellen oder wie man das nennen möchte. Und ich weiß, sie werden auch nicht aufs Äußere schauen. Und ja, also ich spiele jetzt in diesem Lied etwas, was mir jetzt nicht gerade so aus dem Herzen geschnitten ist, aber mache ich doch gern. Dir gefallen, dir gehören, dir nachfolgen ohne Zögern, nimm mein Herz, nimm mein Ich, oh, ich liebe dich. Dir gefallen, dir gehören, dir nachfolgen ohne Zögern, nimm mein Herz, nimm mein Ich, oh, ich liebe dich. Hi, Mischa. Ah, morgen, Kate. Wenn wir schon mal zusammen sind, hast du mir deine Handynummer? Oh, sorry, das tut mir schrecklich leid, aber ich hab keins. Oh, schade, hätte ich so gern. Ah, egal. Ciao, Bello. Oh, ciao, Bella? Guten Morgen allerseits, wir beginnen den heutigen Tag mit Geometrie. Grüne Augen, ja sie hat mal gesagt, gut gekleidet müsse er sein. Auf Seite 31, 1 bis 5. Tanzen schöner als ein Blatt im Wind. Ja, mein Traummann hat deinen Body, der gemeißelt ist wie aus Fels. Seine Augen. Mit dem Satz des Pythagoras. Oh, ja, natürlich, dem Satz des Pythagoras.
Aufgabe 3. Sein Haar gut gestylt und gekämmt, schimmert. Mischa? Oh, ja, Herr Lehrer? Nun, sag uns die Lösung. Ah, klar, das Herz des Pythagoras, ich weiß schon. Doch, bei welcher Aufgabe sind wir gerade? Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja gar nicht. Sind so nicht Verliebte? Oh, nein, wie können Sie bloß sowas? Ich bin bloß ein wenig verwirrt vielleicht. Verzeih, mein Gott, wo bist du bloß? Ich habe dich verloren, doch lass mich jetzt nicht los. Bin plötzlich so allein weit weg von dir. Ich will doch zurück, nur weg von ihr. Hat's mir deine Handynummer? Muss gut gekleidet sein. Denn heute schon Manchester, kein Schwein hat noch ein Scheitel. Oh, glaub's, ich werde eitel. Jedes Kind hat ein eigenes Handy. Ich will auch so eins wie Andy. Tanzen, rappen, imponieren, boxen, schlägern und posieren. Mein Style ist echt von gestern. Wer hat denn heute schon Manchester? Kein Schwein hat heute noch ein Scheitel. Oh, glaub's, ich werde eitel. Jedes Kind hat ein eigenes Handy. Ich will auch so eins wie Andy. Tanzen, rappen, imponieren, boxen, schlägern und posieren. Yeah, baby. Oh, verzeih, mein Gott, wo bist du bloß? Ich habe dich verloren, doch lass mich jetzt nicht los. Bin plötzlich so allein weit weg von dir. Ich will doch zurück, zurück zu dir. Einen Body, der gemeißelt ist wie aus Fels. Gut gestylt, gut gekleidet. Ja, eine neue Frisur vielleicht. Hallo, liebe Kinderschar. Wie ging's heute in der Schule? Alle Jungs aus unserer Klasse schlichen frech zum Unziraum, wollten nackte Mädchen sehen. Ich für mich hab Gott gehorcht, will den Durchbegierden nicht verlieren. Danke, Papa, du hast mich gelehrt, mein Herz zu schließen, die Augen zu bewahren, jedes unreine Bild. Ich schau von dem Bett, ich zieh mich nicht beim Schwestern um. Alle Kinder unserer Klasse lachten das indische Mädchen auf. Ich habe ihr nicht mitgemacht, doch warum hat sie denn einen roten Punkt? Kindermädchen lassen sich nicht auf Beziehungen ein mit Jungs. Sie sind von klein auf treue Ideen, die der Vater für sie bestimmt. Ja, genau das finde ich gut. Gleich wie sie, so möchte ich sein. Ein roter Punkt in meinem Herz, mindestens 20 warte ich. Meine Eltern, ich muss euch was bekennen. Wollt heute in der Schule einem Mädchen imponieren, wurde plötzlich so abgelenkt von ihr. Ich möchte nun wieder euch alleine gefallen. Ich möchte nun wieder euch alleine gefallen. O Herr, welcher Mensch liebt mich so wie du mich liebst, wie du mich umgibst. Welcher Mensch umarmt mich so, so wie du. Welcher Mensch küsst mich so wie du mich liebst, wie du mich umgibst. Welcher Mensch umgibt mich so, so wie du mich liebst und wie du mich umgibst.
Es gibt ganz verschiedene Arten von Versuchungen. Wir kommen jetzt zu einer dritten Versuchung. Die möchte eigentlich mein Lied darstellen. Jetzt haben wir die Versuchung so vom anderen Geschlecht ein bisschen gehört. Was ich eigentlich sehr oft beobachten kann, ist, dass es auch irgendwann eine Versuchungszeit kommt, wo auf die Probe gestellt wird, was einem wirklich im eigenen Herzen drin steckt, was einem eventuell nur aufgedrückt ist, was wirklich zur eigenen Sache geworden ist. Und das äußert sich dann sehr oft darin, das habe ich bei vielen Kollegen schon beobachten können, auch bei christlichen Kollegen, die vielleicht mal so ganz nette Christen waren, wo sich dann auch plötzlich gezeigt hat, oh, da war ja vieles nur ein Korsett der Eltern. Die haben alles, viele Gesetze von ihnen verlangt, die haben sich ganz schön da hineingefügt. Aber irgendwann kommt die Stunde, oder ist die Stunde gekommen, wo sie ausgebrochen sind, wo sie ihre Freiheit gesucht haben und ihr eigenes. Und ich habe eigentlich auch solche Versuchungen erlebt, bis jetzt schon. Aber bei mir war das immer ein bisschen anders, so der ganze Ablauf darin. Ich kenne das sehr gut, dass plötzlich so ein Freiheitstrieb kommen möchte. Dann denke ich mir, hey, jetzt mal weg von da, jetzt muss ich mal weg von zu Hause, jetzt mal nach Amerika, ein Auslandjahr, ein bisschen so Mann werden und so, halt wie das die da alle sagen. Habe ich alles gekannt. Aber erstaunlicherweise habe ich das immer nur dann erlebt, wenn in meinem Leben was nicht mehr gestimmt hat. Das muss ich gerade mal voranstellen. Und zwar, wenn ich irgendwo nicht mehr ganz im Licht gelebt habe, wenn ich irgendwo etwas verheimlicht habe vielleicht, oder wenn irgendetwas einfach, wenn ich nicht mehr am Licht gelebt habe, dann hat mich plötzlich die Gemeinschaft in unserer Familie nicht mehr so interessiert. Das ist nicht lange vorgekommen, weil in unserer Familie, da fliegt immer alles so gleich auf, also das ist unwahrscheinlich. Da muss man nur an dem Mittagstisch sitzen und schon weiß Papa Bescheid, was da abgeht. Also ist wirklich so, also schon als kleine Kinder, wenn wir mal eine Phase hatten, wo wir kleine Diebe waren und Geld aus Mamas Geldbeutel gestohlen haben, da hat das Papa nachts geträumt und hat uns morgen davon überführt und solche Sachen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, wenn man nicht mehr am Licht lebt, hat man plötzlich keine Gemeinschaft mehr mit denen, die im Licht leben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die steht auch im Johannesbrief. Dort sagt er, wenn wir im Licht sind, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ganz automatisch. Und das habe ich immer so erlebt. Ich hatte dann keine Gemeinschaft mehr mit meinen Eltern, mit meiner Familie, wenn ich nicht mehr im Licht gelebt habe. Dann sind auch diese Versuchungen an mich herangekommen. Aber sonst kann ich sagen, durch das, was mir meine Eltern eine Vision mitgegeben haben in mein Leben, dass sie mir gezeigt haben, du sollst, die beste Bestimmung im Leben ist es, ein Werkzeug Gottes zu werden, ganz zu seiner Verfügung zu sein, zu 100%. Das hat mir so eine Vision gegeben, dass ich mich vielleicht ein bisschen mit einem Sportler vergleichen kann. Ich habe einen Kollegen, der ist Eishockey-Fan und macht auch selber Eishockey. Wenn man mit dem abmachen möchte abends, der hat immer Training, jeden Tag in der Woche, 5 Tage die Woche, aber der hat ein Ziel, er möchte da in die beste Mannschaft und aufsteigen und ein richtiger Profi-Eishockeyer werden. Bei mir sieht das genauso aus. Ich lebe ein völlig anderes Leben als alle anderen, aber ich habe eine Vision und ich tue das mit Vergnügen und ich weiß, alles andere, jeder andere Weg, der führt mich hundertprozentig in die Sackgasse hinein, weil ich ganz genau weiß, nur in Christus ist der Weg, der nicht in die Sackgasse führt. Und das zeigt jetzt auch dieses Lied, da sehen wir die Sackgasse-Tafel. Das stellt eigentlich eine Stunde der Versuchung dar, wo ich plötzlich merke, hey, was mir meine Eltern gesagt haben, das stimmt hundertprozentig, jetzt sehe ich es mit den eigenen Augen. Jetzt sehe ich es plötzlich mit den eigenen Augen und darum ist das auch der Grund, warum ich mit vollem Herzen in unserer Familie mit dabei bin, weil ich ganz genau weiß, das ist der einzige Weg, dort, wo der Herr mich haben möchte, dort ist meine Bestimmung, dort fließt, dort führt es mich nicht in die Sackgasse hinein. Kann mir Sven sagen, warum er niemanden aus seiner Familie über den Filmnachmittag letzten Montag in der Schule informiert hat? Hat er etwa ein schlechtes Gewissen? Oh, ein versauter Film, ne? Man muss doch wirklich nicht immer alles nur erzählen. Das gehört zum Schulstoff. Man kann doch da nicht einfach rauslaufen. Seht euch das an! Sven guckt dreckige Filme an und hat kein schlechtes Gewissen danach? Oh Mann, hätte ich doch den Mut gehabt, sofort rauszulaufen. Beginnt sich Sven zu hinterfragen? Hat er gar noch Gewissensbisse? Schluss jetzt! Mittagessen!
Es ist so still, will keiner was sagen. Sven, wie geht es dir? Ich spür dich nicht mehr seit Tagen. Hast du denn dein Herz noch hier? Du weißt es doch selbst, das Auge ist die Lampe des Leibes. Sie verlischt bei dir seit Tagen immer mehr. Wir leben im Licht, Sven. Bitte bewege doch bis heute Abend mal vor dem Herrn, was genau unsere Gemeinschaft hemmt. Du weißt es doch, Sven, das Auge ist die Lampe des Leibes. Warum sind deine Augen so trübe? Ach Gott, ich werde wohl nicht darum herumkommen, diese Sache ans Licht zu bringen. Ja, tu es. Du weißt, dass dir deine Eltern keinen Strick drehen werden deswegen. Du wirst wieder ganz frei sein danach. Die Stunde der Versuchung ist gekommen. Anfechtung 1. Du wirst ins Ausland gehen, nach New York. Schluss mit diesem Gefängnis. Deine Englisch kommt auf eigene Beine. Du wirst massenhaft Leute kennenlernen, die nicht wissen, wie du normalerweise wärst. Dort kannst du verschiedene Typen spielen und so sie dir selbst finden. Nie werde ich zu mir selbst finden müssen. Christus ist meine Identität. Ihn gilt es zu erkennen. Hätte ich New York im Herzen, Paar würde mich widerstandslos ziehen lassen, ohne jede Diskussion. Doch davor habe ich zu viel Respekt. Weil es wieder eine Sackgasse ist. Anrechnung 2. Dein Traumjob? Animator in Florida, nicht wahr? Strandleben, Sommer, Sonne, laue Luft, tolle Wellen. Du bist eine Wasserratte, nicht? Genieße dein Leben, du lebst nur einmal. Wären meine Eltern immer sture Neinsager gewesen, es würde mich locken, was du sagst. Ich würde versuchen, von meinen Problemen hier zu fliehen. Doch Pa würde da sagen, flieh wohin du willst. Dich selbst musst du mitnehmen und damit das eigentliche Problem. Ich fliehe nicht. Weil es wieder eine Sackgasse ist. Anfechtung 3. Sven, beginne als Helfer in einem Filmstudio. Du bist ein offener Mensch. Du wirst viele Kontakte knüpfen und dich im Filmbusiness etablieren können. Oder gründe eine Band. Mach ein Studium an der Pop Academy Mannheim. Du hast das Zeug zum Star. Gerade, wo man dein Potenzial sieht. An diesem Ort bin ich bereits. Doch unsere Achillesferse ist entscheidend, sagte Pa immer wieder. Wir arbeiten darum an unseren Schwachstellen, weil Gott Großes vorhat mit denen, die ihm treu sind. Ich suche nicht den Erfolg in der Welt. Weil es wieder eine Sackgasse ist. Anfechtung 4. Nimm doch wenigstens ein bisschen Abstand vom Trautenheim. Mit Abstand lässt sich manches besser betrachten. Miete eine Wohnung mit Sam, beginne per eBay zu handeln. Ihr könnt viel Geld machen und dazu bist du unabhängig und hast dich ständig Stress mit den Alten. Sackgasse, endgültig Sackgasse. Du bist ein böser Geist, du quälst mich, du spaltest mich vom Herrn ab. Unsere Eltern haben uns gelehrt, auf den Frieden zu achten und jeden Baum an seinen Früchten zu erkennen. Die ganze Welt macht es so, wie du sagtest, und die Frucht Verderben und Zerfall. Soll ich's nun auch noch so versuchen? Geh hinweg, Satan, ich gehorche dir nicht. Weil es wieder eine Sackgasse ist. Und das alles nur, weil ich nicht bereit war, diese Sache sofort ans Licht zu bringen. Danke, Herr, hast du mich vor der Verstockung bewahrt. A
auch wenn's mich alles kostet und sich alles wehrt in mir. Ich bring meine Schuld jetzt ans Licht, denn die Sünde bringt immer nur Tod. Die Sünde bringt immer nur Tod. O Herr, errette mich. O Herr, errette mich. Allein, wenn ich dich nicht mehr sehen kann. Du, nur du bist der Weg, der nie in die Sackgasse führt. Des Oratoriums, und das ist die Abteilung, die darüber spricht, was eigentlich ein Ziel der Erziehung ist in der ersten Zeit. Wir haben vom Ziel geredet, überhaupt von der Erziehung, von sie sollen herrschen und sie werden herrschen. Doch es gibt auch noch eine Teilzielperspektive. Viele Menschen gründen Familien und sie denken, das geht so lange, bis 20 Jahre um sind, und dann macht Schnips, sind die Kinder schon aus dem Haus. Eine Vision, die wir mit diesem Tag auch vermitteln möchten, ist die Vision, dass wir doch erwarten, dass solange wir als Familie noch zusammen sind, wir als Familie eine Mission sein dürfen. Ich meine damit nicht, dass jeder in Kongo oder irgendwo hinfahren muss, um dort zu missionieren. Ich meine damit, dass wir die Vision haben, eine missionarische Familie zu sein, dort, wo wir gerade sind. Wer möchte gerne eine missionarische Familie sein? Eine missionarische Zelle, das gilt nicht nur Familie, für Zellen. Ich freue mich für all die Hände, die ich sehe. Aber wir fragen uns oft, wenn wir missionarische Familie sein möchten, wie geht denn das? Wie kommen wir zu einer Wirkung? Wie können wir Frucht bringen? Denn Jesus selber sagte, ihr sollt Frucht und viel Frucht bringen. In diesem letzten Abteil, das wir besingen, reden wir von einem Geheimnis, das uns so kostbar ist, dass wir nicht darüber schweigen möchten. Wenn du viel Frucht bringen willst, gibt es einen Schlüssel, wie das geschieht. Wenn du viel Frucht nach außen willst, musst du viel nach innen arbeiten, in deine Zelle, in deine Familie hinein. Willst du aber sehr viel Frucht sehen, musst du sehr viel hineinwirken in deine eigene Familie. Und wenn du außergewöhnlich viel Frucht sehen willst, was wird das sein? Dann musst du außergewöhnlich viel nach innen arbeiten. Was der Kurzformschlüssel heißt, nach innen gleich nach außen. Am Anfang eines Familienlebens, wenn wir so mit Familienaltarruhe ringsum so arbeiten, dann beginnen wir die groben Brocken aufzuräumen. Aber der Geist Gottes geht immer feiner und zarter vor. Paulus sagt, unsere Werke sollen nicht Stroh und Heu sein, sondern Gold, Silber, edle Steine. Und darum geht es eigentlich mit der Fruchtbarkeit oder mit dem missionarischen Erfolg, wenn man so sagen will, nach dem Goldgräberprinzip. Wenn du irgendwo Gold gefunden hast, sag es nicht. Sobald es ein Zweiter weiß, kommen nachher alle und graben dort. Und so ist es aber auch im geistlichen Leben. Wenn unser Leben von Gott verherrlicht wird, das heißt, wenn er Gestalt gewinnt in uns, wenn er Raum gewinnt in uns, egal was die Ausdrucksform dann sein mag, nicht jeder singt, nicht jeder spielt, nicht jeder macht dasselbe, aber Gott ist immer derselbe. Sobald er sein Wesen in eine Familie, in eine Zelle, in eine Lebensgemeinschaft hineinlegen kann, beginnen sich Menschen danach auszustrecken. Sie möchten wissen, wie das geht. Sie folgen dem nach und ahmen es nach. Darum haben wir uns von Anfang an Gott gehorsam
angeschlossen und sind nach innen gegangen. Man hat uns das zwar als Lieblosigkeit ausgelegt am Anfang. Meine Mitschüler von der Bibelschule damals, die sagten, du hast die Liebe zur Welt verloren, sonst könntest du das nicht tun. Und ich sagte, lass mich, ich weiß, was ich tue. Ich möchte zuerst selber lernen, bevor ich anderen etwas weitergeben möchte. Ich muss es zuerst erproben. Und wir erleben bis zum heutigen Tag, dass von der ersten Zeit an Dutzende, dann Hunderte, schließlich Tausende von Menschen zu uns strömten, ohne dass wir uns irgend groß anstrengen mussten, um an dem Anteil zu haben, was Gott in unserem Leben funktionell gewirkt hat. Und heute dürfen wir Einfluss sehen auf Hunderttausende von Menschen und wir wohnen immer noch zusammen im Schweizer Ländli in Walzenhausen, oder? Da im Appenzell, sind heute hier zu Gast bei euch und möchten einfach sagen, nach innen ist nach außen, wenn wir doch das lernen möchten. Allzu viele gehen auf den Missionsberg und verlassen den Familienberg, so hat es Georg Steinberger einmal formuliert. Und das ist ein großer Fehler. Wir sollen miteinander zum Missionsberg werden, wo immer wir sind, feiner und feiner schleifen und das wird zur Frucht führen. Gut, also das nächste Lied, das zeigt also ein praktisches Beispiel, wie wir als Zimmer zusammen in eine Kerbe schlagen können und wie wir nach innen arbeiten. Ja, und dieses Lied beginnt mit einer Gebetszeit, also ist der Schluss von einer Gebetszeit. Und das machen wir auch zu Hause so. Wir jeden Morgen, soweit es geht, machen wir zusammen Gebetszeit und jeder schaut, also nein, immer jemand anders schaut, dass die Atmosphäre oben bleibt. Und das bringt auch sehr viel Frucht, das gibt sehr viel Kraft für den Tag. Das haben wir auch selber erlebt, dass es gibt einfach den ganzen Tag ist man wie getragen und auch zusammen als Team können wir so schnell wachsen und bringen und so bringt das auch Frucht. Ja, das kann ich auch allen empfehlen, die Gebetszeit, das ist wirklich sehr kostbar. Ja, und dieses Lied zeigt dann auch, nach der Gebetszeit haben wir eine Vision, also hatten wir eine Berührung mit dem Herrn und dann auf einmal im praktischen Alltag geht irgendwie alles verloren. Und von diesem zeugt das Lied, also unter anderem, und es zeigt auch, wie man praktisch Streitigkeiten und Zwist gottgemäß auslotet, wie man das richtig macht. Ja, man ist einfach gut zu hören. Beim zweiten Lied ist eine Harmonie und das kann Noemi sagen. Anschließend kommt dann gerade das Lied Harmonie und eben während dem Tag waren eben da so zwei, drei Situationen, wo wir nicht so übereinstimmend waren, halt ein bisschen Auseinandersetzung und ich in diesem Lied entschuldige mich da dann einfach, aber halt ich sage dann einfach Entschuldigung, aber im Herz habe ich es eigentlich nicht verstanden. Und dann gehen wir auseinander, aber irgendwie spürt dann jeder, irgendetwas ist noch nicht gut. Es ist nicht irgendwie bis auf den Grund geklärt. Und dann am Abend, also das bleibt dann irgendwie den ganzen Tag so dieses Gefühl, das spüren wir auch immer so, wenn es zu Hause mal irgendwas ist, und wir nicht gleich sofort auf den Grund gehen, dann schleppt sich das den ganzen Tag mit, bis wir dann mal wirklich stehen bleiben und diese Situation klären. Und eben da, dass wir nicht nur irgendwie der Form nach Entschuldigung sagen, dass man es so schnell wie möglich abgehakt hat, sondern einfach stehen bleibt und miteinander klärt, egal wann und egal wie lange das auch dauert, dass wir da einfach den Grund suchen, weshalb ist jetzt der Frieden nicht mehr da und die Harmonie. Und wenn wir da zusammen halt dann immer wieder bis auf den Grund gehen, erst dann können wir Harmonie haben und nicht, wenn wir irgendwie so ein vormäßiges Entschuldigung hinplätschern und dann ist immer noch keine Harmonie, halt so wie in einem Orchester halt. Eben da, wenn irgendetwas verstimmt ist oder so, dann muss man schauen, bis man es hat und nicht denken, ja, der merkt es dann selber, der, das schauen wir später, sondern dass man stehen bleibt, bis man halt den Grund hat. Das war eine coole Gebetszeit. Ja, wirklich. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Harmonie heute, den ganzen Tag. Noemi, schau mal deine Socken und Pulli. Auch schon seit gestern am Boden, Mann, du lernst es nie. Ja, ja, kleine Schrittchen, du musst mich wohl belehren. Ja, sorry, ich geb dir ein
immer mein Shift und du denkst, gleich wäre dein Schwesterchen. Dank dir bekam ich einen Rüffel vom Lehrer. Ich danke dir dafür. Warum bloß zeigt sie immer mir, dass ich die Kleine bin? Tut mir leid, hoch erhobene Schwester. Zu erwähnen, mach's Licht aus. Hab dich lieb, gut, tschüss. Hey Schwestern, hab heute zu sehr die Freundschaft mit Tina gepflegt. Bin übers Handy unserem Missstand entflohen. Doch spürt ihr nicht auch diese Leere im Zimmer? Leere im Zimmer, Leere im Zimmer, Leere im Zimmer. Im Zimmer möchte ich meine Zeit investieren. Sorry. Ja, die Leere hier spür auch ich genau. Wollt mit friedlicher Musik überdecken, was schon gar nicht mal so friedlich war. Noemi, es tut mir leid. Mein schlechter Ton heute. Doch deine Bemerkungen haben mich ganz schön verletzt. Mann, ist euch total mühsam. Stell dir vor, dein Lehrer schreit dich an. Das mit den Socken ist doch längst schon erledigt. Also schlaf du durch das Licht. Übrigens musst du mich nicht immer bemuttern. Komm, wir sagen es morgen der Mama. Nein, bitte, so kann ich nicht schlafen. Hier im Zimmer müssen wir es klären. Bevor es die ganze Familie belastet. Bevor es die ganze Familie belastet. Noemi, möchtest du klären? Möchtest du reden? Sag, was dich bewegt. Sag, was dich bewegt. Ich hab mich ja schon lange entschuldigt. Schlafen möchte ich jetzt. Dein Impuls heute Morgen beim Frühgebet, grad kommt's mir in den Sinn. Er hat gelebt, er traf den Punkt. Noemi, weiß es noch? Ja, Suri, du hast recht. Jetzt muss er Praxis in uns werden. Harmonie, sie fällt nicht vom Himmel. Sie liegt niemals offen herum. Harmonie, sie fällt nicht vom Himmel. Harmonie, sie liegt niemals offen herum. Ja, Schwestern, ihr habt recht. Suli, es tut mir leid, ich hab dich verletzt. Kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Die Bequemlichkeit muss raus, weiß mich nur zurecht. Nur so komm ich zum Ziel. Nur so kommt Harmonie. Ist's nun für euch gut so? Oh ja, schlaf gut. Die Freundschaft hier mit euch, wie kostbar ist sie mir? Ferne Liebe bringt nicht viel, nein, Liebe führt zum Ziel. Ferne Liebe bringt nicht viel.
keinerlei. Suche nach dem tiefsten Grund, auch die Dauer ist egal, denn nur so kommt Harmonie. Denn nur so kommt Harmonie. Wie ein Orchester, so ist Harmonie. Jedermann spielt seinen La La La. Zur schönsten Melodie La 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 La. Singt einer Schreck, spielt jemand schief, ist was verstimmt, fällt einer aus dem Takt heraus. Au! Wir erörtern den Fehler, wir beheben den Fehler, bis ein jeder wieder spielt seinen Lauf zur schönsten Melodie. Kinder würde gleich an diesem Thema anschließen. Ja, es ist eigentlich so entstanden, ich habe einfach gemerkt, hier in den eigenen vier Wänden, hier ist die Fülle, hier kommt mein Herz so zur Ruhe, wenn ich mich nur hier auch reingebe, wenn mein Herz hier an der Basis im Zimmer, wo es manchmal wirklich nicht einfach ist, wenn das mein Herz hier schlägt, dann merke ich, alle meine Bedürfnisse, die ich eigentlich zu innerst habe, die werden alle gestillt und ich fühle mich so glücklich. Und ich sehe einfach so, wie meine gleichaltrigen Kollegen auch von der Schule und alle so, die ich auch kenne, die haben auch dieses Bedürfnis, was ich auch habe, diese verschiedenen Bedürfnisse, die man auch hat, wenn man auch erwachsen wird und alles. Aber sie suchen es eben genau am verkehrten Fleck, merke ich eben. Ich merke, hier finde ich was mein Herz sucht, finde ich in den vier Wänden. Und zum Beispiel meine Schulkollegen, die machen es genau umgekehrt, sie suchen das. Aber eben gerade wollen sie aus dem Haus aus, sie wollen eben gerade weg von den Eltern, möglichst weg und denken, dass sie es dann da finden. Und ich merke, da finden sie es einfach überhaupt nicht. Und da habe ich in diesem Lied, ist jetzt das auch genauso gegenübergestellt, was man sucht und wo ich es gefunden habe und sie es nie finden werden. Und eigentlich so zum Beispiel dieser Drang nach Veränderung, ihr kennt es von den Jugendlichen, sie wollen sich verändern, sie färben sich die Haare und alles Mögliche, wechseln die Klamotten. Eine von meinen früheren Schulkollegen, die hat sich sogar irgendwie Glöckchen in die Haare reingemacht. So irgendwie einfach anders sein, Veränderung. Und ich merke hier in meinen vier Wänden, da wird mein Wesen verändert. Der Drang nach Veränderung ist völlig gestillt. So. Zum Beispiel war ich früher faul und heute irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sich Faulheit anfühlt. Ich habe letztes Mal davon geträumt, so wie das war früher. Wo ich so faul war und ich merke, mein Bedürfnis so nach Veränderung ist völlig gestillt und auch das Bedürfnis nach Übermenschlichem, auch in der Schule, das Bedürfnis zum Beispiel nach,
ja, diesem übermenschlichen Magie und so. Dann haben sie Vorträge gemacht über Gläserrücken und Pendeln und das hat sie so fasziniert und ich habe es einfach schon gefunden. Und wir zum Beispiel in der Familie machen wir diese Familienrunden und zum Beispiel werden da die Krankheiten geheilt einfach und ich merke, diese Wunder, die geschehen hier im eigenen Haus, da ist mein Drang nach Übermenschlichen voll ausgestillt, da muss ich nirgends mehr suchen. Und auch Drang nach Macht, die Jungs vor allem, die wollen auch so immer wieder mal so die Gangs gründen und bis zum Messer zücken und dieser Drang, den sie haben und wir hier im Haus, wir tilgen die Sünde aus, wenn ich Unwille verspüre gegen die Eltern, wenn mich irgendwie etwas einnehmen will oder Bosheit, Neid, alles, was auch heute schon aufgezählt wurde, wir herrschen darüber, wir richten das und da ist auch mein Bedürfnis nach Macht voll ausgestillt. So. Und auch nach Freundschaft, nach Gemeinschaft. Die Jugendlichen in meinem Alter, sie suchen gute Freundinnen und die sie gut beraten und alles. Und ich merke, meine Eltern zum Beispiel, das ist kostbar, sie sind in allem voraus, sie haben Erfahrung, ich bin ihnen eigentlich nicht in irgendeinem Gebiet nur einen Millimeter voraus. Und ich merke, da kann ich ihnen völlig mich ihnen anvertrauen, sie sind die weisendsten Ratgeber. Mein Bedürfnis nach Gemeinschaft, auch im Zimmer, ist völlig gestillt und ich brauche da nichts mehr. Und auch gerade das Bedürfnis so nach Liebe, Knutschen und diese Dinge, auch das, ich kann nur sagen, am Morgen zum Beispiel, wenn ich erwache und merke, jetzt ruft mich der Herr so und jetzt ist er da, dann kann ich 2 Stunden einfach im Gebet sein und merke, er füllt mich auf mit seinem Glauben und ich selber kann nichts. Und das ist das Schönste hier, wo man in der Zelle Gott erkennt, wie es Papa gesagt hat. Das ist viel wertvoller als jeder Kuss und alles, was eben auch die Jugendlichen heute suchen. Okay, und in diesem Lied ist das mit dem verlorenen Sohn eigentlich dargestellt. Der verlorene Sohn hat eben gerade diese Dinge alle gesucht, ist weg von zu Hause. Und da sage ich eben, nein, nicht weg von zu Hause, ins Haus. Und dieser verlorene Sohn hat eine Berührung mit einer OCG-Familie, mit einer Vorbildfamilie, die das lebt in den eigenen 4 Wänden und die belehren ihn dann eines Besseren und er geht dann wieder nach Hause so. Und das ist mir so ein Anliegen auch für euch alle, einfach auch aufzurufen, wieder in die eigenen 4 Wände hineinzugehen, nämlich da ist die Begegnungsstätte mit Gott und da ist alles, unser aller Drang ist einfach erfüllt so und Papa wird auch aufrufen dann und möchte ich euch wirklich ermutigen, da hineinzugehen, das ist wirklich der einzige Weg und ihr kennt es bestimmt, dass man es wirklich sonst nirgends findet. Gut und ja, ich spiele jetzt hier mal den verlorenen Sohn, ich hoffe das klappt. Wollte nicht mehr wie selbst sein, ab tanzen und saufen, weit weg von den Eltern, die Grenzen sprengen. Doch was ich fand, suchte ich nicht. Und was ich suchte, das fand ich nicht. Hey, hey, zeig mir, wo du's findest, komm und zieh in unsere 4 Wände, in der Küche. War ich eins faul und träge? Und am Esstisch schaut ich nur für mich. Doch einzig hier werden die Grenzen gesprengt. Ich bin nicht mehr mich selber, ich schau nur für den anderen. Der Herr hat mich fleißig gemacht. Suchte übermenschliches, fantastisches Magie, Zauber. Gläserrücken, Pendeln, Stimmen hören und beschwören. Doch was ich fand, suchte ich nicht. Und was ich suchte, das fand ich nicht. Im Wohnzimmer sitzen wir als Familie im Kreis. In
im Wohnzimmer. Schreiben wir alle Krankheiten auf. Gerade hier geschehen die herrlichsten Wunder. Geschwister werden frei. Geschwister werden frei. Krankheiten werden geheilt. Da besucht dich nach Blutschlägerei, Gewalt und Macht. Wollt ne Gängen gehören, das Blut spritzen sehen, Messer zicken und die Macht ausüben. Doch was sie fand, suchte ich nicht. Und was sie suchte, das fand ich nicht im Hausflur. Wenn ich werk, meine Arbeit stinkt mir. Auf der Treppe. Und Unwille spür gegen die Eltern. Gerade hier herrsche ich über die Sünde. Wir richten erst uns selber. Wir richten erst uns selber. Den anderen dann sagte danach. Suchte Frieden, Harmonie, Gemeinschaft, echte Freundschaft. Wollte Freunde haben, denen ich ganz vertrauen kann. Doch was ich fand, suchte ich nicht. Und was ich suchte, das fand ich nicht. Hier im Zimmer sind wir füreinander da. Und am Esstisch tauschen wir aus. Meine Eltern geben mir den besten Rat. Erfahrenste Begleiter, die weiseste Ratgeber, treueste Freunde sind sie. Dabei suchte ich die Liebe, Geborgenheit, Beziehung, wollte knuten ohne von Herzen Liebe, Liebe und geliebt. Doch was ich fand, suchte ich nicht. Und was ich suchte, das fand ich nicht. In unserem Haus ist es noch still. An meine Tür klopft an, ich öffne. Er tritt ein, küsst mich und spricht zu mir. Sein Dasein ist die Fülle. Von morgen früh bis abends. Letztes Lied singe, möchte ich den ganzen Morgen noch einmal zusammenfassen. Wir sind mit diesem Oratorium gekommen, um zwei Welten einander gegenüberzustellen. Ich möchte von zwei Welten sprechen, weil es wirklich sich um zwei Welten handelt. Es ist die Welt der Theorie und die Welt der Praxis. Es ist die Welt der Theologie und es ist die Welt Gottes. Das eine ist die Welt der Lehre und das andere ist die Welt der Realität, der Kraftwirkungen. Über Jahrhunderte hinweg leben wir als Christen ein wortorientiertes Leben. Und ich darf es wieder sagen, wie es ist, gerade wir Wittenberger. Wer ist alles von Wittenberg überhaupt? Ist einer hier? Die wenigsten wahrscheinlich. Wir sagen mal wir Wittenberger, weil unser Glaube kommt aus der Lutherbibel, sind wir doch ehrlich. Er hat die Schrift gegründet, er hat uns die Schrift zurückgegeben. Ja? Er hat uns auf ein Fundament gestellt. Aber wir leben seit Jahrhunderten auf diesem Wort gebunden und haben dieses Wort geliebt und geschätzt. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben diesem Wort nicht gehorcht. Denn auch Luther war der Meinung, unser Glaube soll nicht auf dem Wort, sondern auf der Kraft Gottes gegründet sein. So steht es, 1. Korinther 2 und 1. Korinther 4. So haben wir es heute aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und darum rede ich von zwei Welten. Von einer Welt, einer Christenwelt, einer Christlichkeit, die sich auf Worten gründet, auf Theologie, auf Orthodoxie, auf Dogmatik, auf Wissen, Erkenntnis und so weiter. Und da sind wir gekommen, um zu sagen, wer ist bereit, einen Bruch zu machen, wenn er merkt, er ist dort stehen geblieben. Wir sagen nicht, dass das alles falsch ist. Es braucht Wissen, es braucht Erkenntnis, es braucht das Wort, es braucht den Buchstaben, es braucht alles, Lehre, es braucht das alles. Aber wenn wir heute hierher gekommen sind und gemerkt haben, wir sind dabei stehen geblieben, wir hatten ein Wort
kraftorientiertes Leben. Und heute begegnet uns ein kraftorientiertes Leben. Dann fordern wir heute jetzt mit diesem letzten Lied dazu auf, sich, ich sag's mal, wie es ist, sich zu bekehren. Und dann ist mir eigentlich einerlei, ob du dich schon seit 30 oder 40 Jahren Christ nennst, spielt mir keine Rolle. Die einzige Frage ist, ob du Christ bist oder nicht, spielt keine Rolle. Die einzige Frage ist, willst du das kraftorientierte Leben erlangen oder nicht? Und ich rede gern von einer Bekehrung jetzt, weil es ist dasselbe Prinzip einer Bekehrung. Bekehrung meint, ich erkenne das, was ich hatte, das ist nicht das Eigentliche oder es genügt nicht oder ich muss weitergehen, ich muss das hinter mich lassen, ich muss vorwärts gehen. Und wir dürfen ja sagen, wir verlassen jetzt nicht das Wort mit dem, wozu wir aufrufen, wir verachten damit nicht die Bibel. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir nichts Kraftorientiertes vermittelt haben, das nicht eng, direkt, überall in allem an die Schrift gebunden war. Aber wir rufen dazu auf, weiterzukommen. Wir rufen dazu auf, sich zu bekehren zu dem Weg des Lebens, zu dem Weg der kraftorientierten Christenheit. Denn seht ihr, wir haben uns mit der Bibel kaputt gemacht. Wir haben die Nationen mit der Bibel geschädigt. Wir sind mit der Bibel in der Hand gekommen und haben Zucht und Ermahnung geübt. Wir haben christlich sein gelehrt, wie man Christ sein soll und so weiter. Und wir haben nicht gemerkt, dass wir die Nationen damit zerstört haben. Und wir haben, wenn wir von kraftorientiertem Leben hörten, haben wir das oft verfolgt. Wie viel wurde ich verfolgt, weil ich kraftorientiertes Leben predige? Dann heißt es, du bist ein Verführer, das ist doch Gefühlsleben, das ist irrtümlich und so weiter. Dabei hätten wir spätestens seit Ananias und Sapphira begreifen sollen, dass ein geistgelebtes, ein geistorientiertes, kraftorientiertes Leben ein unfehlbares ist, weil es der Geist des Herrn ist, der hier sich waltet und schaltet. Ananias und Sapphira, sie konnten nach außen die frommste Show abziehen, ihre Worte stimmten, aber die Kraft Gottes konnten sie nicht betrügen. Den Heiligen Geist, der sich in Kraft, in Leben, in Wirksamkeit auswirkt, er ist die Person Gottes, ihn kannst du nicht betrügen. Und wenn er die Herrschaft hat, wenn er das Zepter in der Hand hat, wenn nur sein Friede, seine Gegenwart uns darüber informiert, ob wir richtig oder falsch sind, dann ist dieses Zeichen der Kraft und des Friedens über jedem Wort zu finden oder nicht zu finden, über jeder Handlung, über jedem Werk. Und wir hätten es eigentlich schon seit Hiobs Zeiten begreifen müssen, dass Gott darauf hinaus will. Denn er kennt doch, die Freunde Hiobs, sie kamen mit Erkenntnissen, die hätten besser nicht sein können. Abgesehen jetzt davon, was sie Gott unterstellten, ja, wir reden jetzt nicht davon, aber lies doch wieder mal das Buch Hiob. Du wirst erkennen, dass das, was aus dem Mund der Freunde Hiobs kam, biblisches Wort pur ist. Es ist purstes Wort Gottes, bis zur heutigen Zeit rechtsgültig, hochkarätige geistliche Wahrheiten haben sie erzählt. Was sie aber nicht gehabt haben, was sie nicht gelebt haben, sie haben nicht gottorientiert, nicht kraftorientiert gelebt. Sie haben nicht gemerkt, währenddem sie biblische Worte sprachen, dass sie damit den Bruder zertrümmerten, zerstörten, die Hiobs-Marten noch verstärkten. Spätestens seit Hiob hätten wir merken sollen, dass immer alles, was wirklich aus Gott kommt, auch von seiner Kraft abgedeckt ist. Unser Leben muss ein kraftorientiertes sein, wollen wir das Ziel erreichen. Wollen wir auch in dieser Welt zu der Herrschaft gelangen, von der Gott von Anfang an gesprochen hat, über all diese finsteren Mächte, Teufel und Dämonen, ja letztlich über die ganze Schöpfung muss er Herr werden. So steht es geschrieben. Und das wird nur gehen, wenn wir lernen, mit seinem Strom der Kraft mitzugehen. Wie Hesekiel, wenn es nur bei den Fußsohlen beginnt, Schritt halten, 1000 Schritte, nochmal 1000, bis wir drin schwimmen, ist ein Prozess. Darum, wenn ich jetzt mein letztes Lied singe, fordere ich dich dazu auf, wenn du dieses Leben, dieses kraftorientierte Leben heute gespürt hast, dass wir das nicht nur in Theorie, sondern in der Realität auf uns tragen, dass wir darin leben und du willst es auch, dann sage ich dir, wie du dazu kommst. Stell dich, während ich mein letztes Lied singe, stell dich auf deine Füße, steh auf an deinem Platz und mach's wie einer, der sich zum ersten Mal bekehrt, der vor Menschen bezeugt, dieses Leben brauche ich, dieses Leben will ich. Und der Herr sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, sich meiner nicht schämt, sondern vor den Menschen mich bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen, vor den heiligen Engeln. Seht ihr, das hat so große Wichtigkeit. Die heiligen Engel, warum eigentlich? Ja? Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass wir umgeben sind von unsichtbaren Mächten. Das sind Teufel und Geister und Dämonen, die nichts anderes zu tun haben, als dich zu quälen, dich zu binden, dich zu foltern, dich irgendeine auf eine Weise fertig zu machen. Und die wissen ganz genau, dass du juristisch nicht frei bist. Ja? Wenn du dich nicht zu diesem Leben bekennst, bekehrst, das alte Leben hinter dir lässt und sagst, von heute an
kraftorientiert, von heute an anders. Wenn sie das nicht sehen vor den Menschen, haben sie ein Recht, dir das wieder zu stehlen, was du heute gehört hast. So war der Herr gesagt hat, dass der Teufel kommt und dir den Samen des Lebens wieder wegnimmt. Und in diesem kraftorientierten Leben, überhaupt im Strom des Lebens, kannst du nur stehen, kannst du nur etablieren, dich etablieren drin, wenn du ihm jemals begegnet bist. Es ist deine Chance, wenn du heute gespürt hast, dass der Same, der an dich ergangen ist, im Wort mit Kraft begleitet war, ist das der Same, der dich retten kann aus deinem theoretischen Leben, aus deinem kraftarmen Leben. Es ist der Same, den du aufnehmen musst. Und darum kann nicht irgendein Theologe daherkommen und dich das lehren, was wir dir heute gelehrt haben. Er kann nicht einfach kommen und sagen, orientiere dich an der Kraft, orientiere dich am Leben, weil du gar nicht weißt, wovon er spricht. Und da möchte ich jetzt mal fragen, wer hat heute gespürt, dass das, was wir Kraft nennen, dass es hier war, dass es hier ist? Ich preise Gott für jede einzelne Hand. Das ist der Same. Und wenn irgendeiner dir gekommen wäre und gesagt, orientiere dich an der Kraft Gottes, du weißt gar nicht, wovon er spricht. Du musst sie erfahren, du musst sie erleben. Und darum, wenn es heute ist, wo du es gespürt hast, berührt hast, ist heute der Tag, wo du dich dafür entscheiden kannst, wo du es aufnimmst, vor Menschen bekennst dazu. Und wenn du Jahre gegen mich gesprochen hast, gegen uns oder OCG, ist eigentlich egal. Wenn du noch so ein Kritiker warst und jetzt sitzen links und rechts die Mitkritiker, die eigentlich nur gekommen sind, um zu sehen, was der alles verkehrt macht. Und du spürst heute, heute hast du das Leben berührt. Ich sage dir, stell dich auf deine Füße vor deinen Kumpanen, vor deinen Mitstreitern. Egal wer rechts oder links vor dir steht, bekehre dich zu diesem Leben. Und ich bete, dass du da versiegelt wirst, dass dieses Leben dir nachher anhängt, wie es uns allen anhängt. Seit bald 30 Jahren spüre ich die Herrlichkeit Gottes, wie sie mich nicht mehr lässt, wie sie immer wieder zieht, immer wieder zieht. Ich muss nicht das Reich tragen, das Reich trägt mich. Ich singe jetzt dieses Lied, küsse mich. Und wenn ich davon spreche, der Kuss Gottes, die Wirklichkeit, wenn Gott küsst, ist es, wenn er sein Wort ergehen lässt. Und glaube es, jedes seiner Wort ist schöpferisch. Darum lass dich küssen von ihm. Nimm das Wort, mach dich eins mit dem Lied. Es geht uns nur um eines, die totale Verbindung, die totale Vereinigung, dass er zu uns und wir zu ihm werden. Eine Vermählung in Jesu Namen. Deines Mundes, deine Worte, lauter Küsse sind sie mir. Hüll mich ein in die Düfte deiner Salbe. Deine Salbung, wie berauscht bin ich von ihr. Lass dein Blut so endlos in mir strömen. Eigenes bislang in mir floss und dein Geist fließe in mir wie mein Atem, ein und aus voller Leben, Stoß um Stoß. Sei mein Denken, sei mein Fühlen und mein Wollen, sei mein Gehen, sei mein Handeln und verstehen. Lass mich sehen mit deinen Augen, mich verstehen mit deinem Sinn. Auch im Hören mach, dass ich dir vereinigt bin. Auch im Hören mach, dass ich dir vereinigt bin. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes, deine Worte, lauter Küsse sind sie mir. Hüll mich ein in die Düfte deiner Salben. Deine Salbung, wie berauscht bin ich von ihr. Du, das Wort sollst alle Zeit an mich ergehen. Lass dich hören und sehen, wo immer du bist drin.
und dein Name werde allerorts gepriesen, weil du allzeit durch mich wirkst, wo ich auch bin. Sei mein Glauben, sei mein Hoffen und mein Lieben, sei mir Weisheit, sei mir Einsicht und Verstand, sei mir Kraft, dich das Wort auszuleben. Bis dein Name einzig herrlich ist im Land, bis dein Name einzig herrlich ist im Land. Wenn du nicht ziehst, zieht niemand. Vater, ziehe. Ziehe jedes Einzelne jetzt. Sende Arbeiter in dein Erntefeld. Ich erhebe mich zu dir mit Herz und Händen. Ohne Scham stehe ich offen heut zu dir. Bin bereit, Herr, beginn ab heut zu wenden. Alles, was dich hindert, dass du wirst zu mir. Alles, was noch hindert, dass du wirst zu mir. Küsse mich. Lass uns einen Moment einfach in der Stille bleiben. Genau diese Stunden, diese sind es, worauf es immer wieder ankommt im Leben. Es sind heilige Momente, Momente, die wir nicht gesucht haben, Momente, die uns manchmal wie überfallen. Aber so spricht es der Herr, siehe, ich komme wie ein Dieb, ich komme plötzlich. Proklamiere die Macht des Herrn über dir. Ich reiße im Namen Jesu die Macht des Teufels nieder, der gebunden hält, der von diesem Strom des Lebens abhält. Ich proklamiere, sie werden herrschen. Es steht geschrieben, sie werden herrschen. Du Teufel, lässt ab von jedem Menschen hier drin, der sich im tiefsten, innersten Herzen zu diesem Leben hinwenden, anschließen möchte, der sich danach sehnt. Ich breche deine Macht der Verdächtigung, deine Macht der Hinterfragung, deine Macht des Unglaubens, deine Macht des Zweifels. Ich zerstöre deine Werke, ich zerstöre deine Bollwerke im Namen Jesu Christi und gebiete Freiheit über diesen Menschen, die heute dieses Leben greifen möchten, die von diesem Leben erfüllt werden möchten. Ich fordere dich noch einmal auf, bevor ich segne. Wenn du dieses Leben willst, lass nicht den Ratschluss an dir vorbei, so wie es die Pharisäer taten, die nicht zur Taufe des Johannes gehen wollten, weil sie irgendetwas quälte, irgendetwas störte. Sei ein Überwinder, in dieser Stunde ist es gefragt, schäme dich nicht vor Menschen, reiß dich los von diesen falschen Banden, entscheide dich für ein Leben in der Herrlichkeit, für den Himmel jetzt, denn der Himmel ist auf die Erde gekommen, um in uns den Anfang zu nehmen. Du bist frei, du kannst dich entscheiden. Vater, nun siehst du diese Menschen, die hier stehen und deinem Lebensstrom Zeugnis geben und damit bekennen, dass sie diesen Lebensstrom brauchen. Vater, du hast selber gesagt, wenn nicht du ziehst, kann niemand zu dir kommen, es sei denn, du ziehst ihn. Und nun bitte ich, Vater, in Jesu Namen, dass du diese Menschen versiegelst, dass wann immer Schwachheit über sie kommt, wann immer das Leben weitergeht und ihnen diese Vereinigung widerstehlen möchte, den Fortlauf dieser Gotteserkenntnis verdunkeln möchte, ziehe sie hindurch,
dass die Macht an ihnen offenbar werden, dass offenbar wird, dass von dieser heutigen Stunde an über diesen Menschen ein anderes Gesetz herrscht. Ich bitte dich, dass du deine heiligen Engel aussendest, um sie gelöst zu lassen, dass sie die Macht haben, in dieses herrliche Lebenswasser einzugehen, in diesen Strom des Lebens einzugehen, darin zu wandeln, zu bleiben. Ich rufe aus, Herr, versiegel diese Entscheidungen und bekenne dich in der Kraft deiner Zeichen und deiner Wunder zu diesen Menschen, dass von dieser Stunde an etwas Neues beginnt, das nie wieder ablässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte setzt euch nochmal, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir glauben an diese Dinge, die wir verkündigen. Wir leben darin und wir haben seit Jahrzehnten engen Kontakt mit Menschen, die Hilfe suchen. Also wir haben mit Drogensüchtigen, Alkoholikern, psychisch Leidenden viele Jahre in Wohngemeinschaft verbracht, um ihnen an Ort und Stelle zu helfen. Und wir sehen an der Basis, wo die Menschen hingleiten. Es ist nicht in Worten zu fassen, was auf uns zukommt. Wir können uns darüber wegtäuschen, solange wir wollen. Aber wir behaupten, diese Welt braucht eine Reformation, diese Welt braucht eine Errettung, diese Welt braucht einen Ausgang. Und wir sind überzeugt, dass dieser Strom, von dem wir heute gezeugt haben, dass das die Antwort sein wird, dass die Menschen auf den Frieden wieder achten, den Gott gebracht hat. Seht ihr, wir haben das tausendjährige Reich erwartet. Seit 2000 Jahren erwarten wir es. Und wir reden vom Reich des Friedens und wir merken nicht, dass es da ist. Das Reich des Friedens hast du heute erlebt, das Reich des Friedens hast du heute gespürt. Es ist nicht ein Reich falscher menschlicher Friedensproklamation, es ist ein Reich der Kraft des Friedens, des erlebbaren Friedens. Und wenn du ihn heute nicht erlebt hast, dann denk nicht, deshalb existiert er nicht. Du hast hier hunderte von Menschen gesehen, die dasselbe erlebt haben. Und das ist der Anbruch dieses Reiches, von dem Gott geredet hat seit jeher. Es kommt der Fürst des Friedens und der kommt auch noch sichtbar. Ja? Unsere Aufgabe ist es, mit diesem Frieden mitzugehen. Unsere Aufgabe ist es, dieses Friedensreich hinauszutragen. Und darum möchte ich zur Verbindlichkeit aufrufen, diesem Strom des Lebens gegenüber, dass wir ihn nicht nur für uns selber nehmen, sondern dass wir Träger dieses Reiches werden, die hinausgehen und anderen lehren, wie man in diesem Strom des Friedens drin wandelt, wie man drin bleibt. Ich mache mit dem Angebot der Verbindlichkeit ein Dienstangebot. Es ist nicht eine Falle für dich. Du gerätst dadurch nicht in eine Sekte. Du bist dadurch nicht gerufen, aus deiner Gemeinde auszutreten, deine Kirche zu verlassen oder irgendetwas zu zerstören, was hinter dir liegt. Du bist dazu gerufen, komm in die Verbindlichkeit, wenn du siehst, dass diese Botschaft eine Wichtigkeit hat für unsere Zeit und trag mit uns zusammen diese Botschaft hinein, da wo du bist, in deine Gemeinde hinein, in deine Kirche. Zeuge davon, dass du ihr begegnet bist, dass du das leben möchtest, dass du dich verbindlich in eine Dienstgemeinschaft eingibst. Ich erkläre es zum Schluss noch mit Luther, weil wir hier in der Lutherstadt sind, ich komme einfach nicht drum herum. Siehst du, wenn Luther damals seine Bibelerkenntnisse einfach für sich behalten hätte, gäbe es unsere Versammlung heute hier nicht. Dann wären wir irgendwo in schwarzen Kuttern, ich weiß nicht, was für Sklaven und ausgebeutete Menschen wären wir und würden noch immer unsere Sünden mit teurem Geld bezahlen. Machen wir zwar heute auf andere Weise auch wieder leider. Ja. Aber Tatsache ist, wenn nicht Luther Menschen gefunden hätte, die ihn unterstützt hätten, die das, was er brachte, hinaustrugen in die Welt, die sein Wort druckten und hinaustrugen und predigten, wenn nicht andere gewesen wären, die verbindlich sich auf seine Seite gestellt hätten, uns gäbe es heute nicht. Und in derselben Weise, wenn du erkennst, dass diese Botschaft eine Fortsetzung dieser Reformation ist, möchte ich es mal kühn nennen, ja, dass du merkst, wir bleiben hier nicht bei der theoretischen Gnade stehen, nicht bei der juristischen Rechtfertigung, sondern wir gehen jetzt endlich los in die dynamische Rechtfertigung, in die dynamische Rechtswirkung Gottes, dass er unsere Heiligkeit ist und so weiter. Wenn du merkst, dass das Not tut und möchtest da mitarbeiten, ich gebe dir die Hand, wir werden zusammen arbeiten, wir werden dich unentgeltlich mit Lehrmaterial ausstatten, dich unentgeltlich schulen, werden unentgeltlich dir alle Dienste tun, um dich zu lehren, wie du darin Stand gewinnst, wie du deine Familie, deine Zelle da reinbringst. Und wir werden zusammen hinausgehen in alle Welt. Du wirst dort bleiben, wo du bist, aber du wirst dort Licht sein, verbindlich zu diesem Leben. Wer möchte in diese Verbindlichkeit kommen? Kommt doch nach vorne und hab den Mut, mir einfach die Hand zu geben. Preise Gott, heute kommt zuerst ein Mann. Das ist ganz selten, wisst ihr? Meistens kommen die Frauen zuerst. Da ist auch schon eine Frau. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch.
Es gibt für mich nichts Schöneres als diesen Moment, wenn ich euch zum ersten Mal bewusst in die Augen schauen darf und weiß, wir werden fortan zusammen diesen Weg gehen. Dieser Handschlag ist nicht ein Gelöbnis oder sowas, es ist nur der Ausdruck, wir gehen weiter, wir sehen uns wieder und gehen den Weg gemeinsam. Wir gehen Schritte zusammen. Und ich werde euch einsegnen. Und alles, was in unserer Macht steht, alle Mitarbeiter werden euch dienen und werden euch begleiten auf diesem Weg. Halleluja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, auf den Dienst. Viele, viele Menschen sind über Jahre hinweg hunderte von Kilometern fast wöchentlich gefahren, um an den Konferenzen teilzuhaben, wo wir als Organismus zusammen leben lernen und dienen lernen. So sind ja auch diese Tage heute entstanden. Monat für Monat, Jahr für Jahr sind sie gekommen, haben keinen Aufwand gescheut, immer mit dem Ziel, dass hier bei euch in der Nähe, herzlich willkommen, dass hier in der Nähe bei euch Zellen entstehen, die euch dienen können, dass nicht alle immer nach Walzenhausen oder irgendwo hinreisen müssen. Halleluja. Und jetzt sind hier überall Menschen, die euch dienen können. Wir können euch mit ihnen bekannt machen, die in eurer Nähe sind. Bekommt hier ein Kuvert, wo drauf steht, wie wir ganz praktisch nächste Schritte gehen können zusammen. Und wir müssen mit jedem einzelnen Menschen den Weg auch herausspüren. Aber das Schöne ist, über jedem einzelnen Menschen ist da eine Wirkung. Und das sind vorherbereitete Wege und Werke. Müssen wir nicht produzieren, die sind da. Wenn nachher auch Fragen sind, wir sind da, um diese Fragen mit euch zu klären. Alle übrigen sollen sich jetzt nicht in einer Verdammnis wähnen. Manchmal gibt es dann Menschen, die sagen, ja, was ist jetzt mit mir? Bin ich jetzt verloren, weil ich nicht zu diesen Auserwählten gehöre? Ich möchte die Ernte heute einbringen, die heute reif ist. Und du bist vielleicht morgen reif. Du sollst einfach wissen, dieser Weg existiert. Es sind Hunderte in allen Ländern, die miteinander organisch zusammenwirken lernen, die dieses Leben, das du heute gehört hast, gesehen hast, miteinander leben, überregional. Wir lernen miteinander als Organismen auf die Sekunde dasselbe schauen, was Gott tut, auf die Sekunde mit dem Geist mitfließen. Und das sind erst die Anfänge. Ja. Und wenn du irgendwann ein Ziehen hast, ein Verlangen, mit in diese Dienstgemeinschaft zu kommen, wir sind da und freuen uns auf jeden Einzelnen, der sich beteiligt, dass wir den Dienst da nicht allein tun müssen. Jetzt gebe ich zurück an die Organisation. Danke, dass ihr so lange Geduld hattet und hoffe, ihr werdet noch gesegnet den Rest des Tages.